zu einer Live-Gehen. Ist ja heute. Ja, ja, ja. Hast du denn jetzt beide gepaart? Beide? Nee, nur die eine. Aber reicht ja, oder? Ja, reicht auch. Nur ja. Nicht werfen, das könnte ja. Wehtun. Nee, also dann würden wir mal live gehen, dann muss ich hier noch drücken, ne? Bist du denn schon live? Ich glaube, ich bin schon seit 2 Stunden live. Ja. Leuchtet grün. Ja, wir sind an. Wo hast du denn den drin? Man sieht den ja gar nicht. Aber ist ja hochprofessionell. Das haben deine netten Kollegen gemacht. Also wir sind jetzt schon live, da darf ich gar keine Spückes mehr machen. Ne? Ja, dann würde ich einmal auf jeden Fall den Martin hier von Vanameland auf die Bühne bitten. Er stellt sich mal kurz als Sponsor hierfür, denn die unterstützen hier auf jeden Fall den ersten Talk. Bitteschön. Ja. Ja, ich begrüße euch auch hier zusammen im Konferenzloft. Ich hoffe, dass es heute eine spannende Veranstaltung wird. Meine erste. Ich bin mal gespannt, ob ich noch was lernen kann. Und auch meine Mitarbeiter hier auch da ein paar Früchte von tragen. Ganz kurz zu uns, Firma Vanameland. Wir sind eine klassische Werbeagentur eigentlich. Habe aber auch damals Informatik studiert und dann eigentlich den Job gewechselt in die Werbung, Design gemacht, Fotografie. Und als dann die Internetseiten immer wichtiger wurden, da hat mich das wieder eingeholt. Das heißt also auch 80% unserer Arbeit hat natürlich mit Programmierung zu tun. Wir machen viel E-Commerce, CRM-Systeme und haben auch eigene Projekte, wo wir gerade ja, relativ viel Zeit investieren, um im nächsten Jahr auch mit einer E-Commerce-Lösung an den Start zu gehen, die so ein bisschen online und offline verbindet. Unsere Agentur ist hier nebenan, ist also nochmal eine Halle. Wir befinden uns hier also in unserem Wohnzimmer quasi. Und ja, ich bin schon ganz gespannt und wünsche uns allen viel Spaß und dass ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr irgendwas braucht, sagt ihr Bescheid. Okay. Ja, Daniel, was hast du uns denn hier Nettes mitgebracht und wann holst du oder wie kommt man auf die Idee mit Wim zu seinem Arbeitsgerät zu machen? Es gibt ja so schöne IDEs. Ja? Wo liegt der Antrieb? Ja, mein Problem damals war während der Ausbildung, habe 10 Editoren ausprobiert der Reihe nach, habe dann eine IDE entdeckt, NetBeans damals noch. Da kannte ich Storm noch nicht, weiß gar nicht, ob es den damals schon den gab. Den gab es noch nicht, nee. Und NetBeans war mir irgendwann zu langsam. Die Outcompletion kam immer automatisch. Dann hat mich rausgebracht beim Schreiben. Dann habe ich durch einen Kollegen Wim kennengelernt, ausprobiert und einen Monat lang genutzt, bis ich so weit war, dass, wenn ich ein Teil Config geändert habe, das Ding nicht mehr gestartet ist. Habe dann gesagt, Scheißteil, habe es weggelegt. Habe danach den Sublime Text genutzt und dann 2 Jahre später hat nochmal ein Kollege gesagt, hier, Wim, geil. Habe ich gesagt, gucke ich mir nochmal an und dann bin ich dabei geblieben und nutze jetzt seit 4, 5 Jahren ausschließlich. Okay, in deiner Session, wie ist die aufgebaut und wann holst du uns denn da rein? Ich hole euch sofort von Anfang an rein. Ach, sehr nachdem gut. Nachdem das bei mir beim letzten Mal auch nicht so gut geklappt hat, macht ihr einfach die ganze Zeit. Ich erkläre das nur und mache selber nichts. Ihr seht 2 Bereiche, oben einmal das Terminal, wo derjenige mit der Tastatur dann drin arbeitet. Unten nur einmal meine Notizen. Ihr seht schon, die könnt ihr später dann auch auf GitHub schon sehen. Das ist einfach nur eine README-Datei, wo das nochmal zusammengefasst ist, was wir gleich machen werden. Genau, und aufgeteilt ist das grob in diese Bereiche, die ihr hier rechts sehen könnt. Müssen wir mal schauen, wir passen das an, wie eure Interessen da liegen, was ihr sagt, was für euch wichtiger ist oder weniger wichtig ist und versuchen das entsprechend anzupassen. Das sind aber eben die Sachen, die ich so ein bisschen vorbereitet habe. Da schauen wir einfach, wie gut das klappt. Ja, dann viel Spaß, herzlich willkommen. Ja, danke. Genau, wer traut sich als erstes eine Tastatur? Die erste Aufgabe wird sein, Wim einmal zu starten, wieder zu beenden. Aber den Klassiker. Ja. Genau. Vor sich ist OS-Layout. Genau, so, dann wechsle ich einmal kurz nach oben. Ja, Moment, noch nicht schreiben. Also, genau, kannst einfach mal versuchen, mit Wim einmal starten. Genau, und einmal beenden. Ja, die Enter-Taste ist beim OS-Layout leicht anders als beim Deutschen. Die will nicht. Ah, okay. Ja, vielleicht wegen der Entfernung, so ein bisschen beim Bluetooth. Genau, also das ist ja das, der größte Witz, der immer wieder auch auf Twitter kommt. Wie beende ich das Scheißteil? Ich habe hier einen Git-Commit auf dem Live-Server gemacht, bin im Vim gelandet. Hilfe, ich komme nicht mehr raus.
Wenn man grundsätzlich Vim macht, also erstmal, es gibt ja unterschiedliche. Es gibt den VI, den Vim, mittlerweile gibt es noch NeoVim, dann gibt es noch diverse Desktop-Clients, MacVim und wie sie alle heißen. Wenn man den einmal startet und irgendwie beenden will, jedes Programm, was ich auf einer Shell beenden will, da drücke ich im Normalfall Steuerung C. Und auch wenn ich das beim Vim mache, dann kriege ich hier unten eine Hilfemeldung. Da steht genau, wie ich das beenden kann. Deshalb kann ich das, gut, ich nutze den Vim jetzt schon sehr lange, nicht nachvollziehen, warum Leute sagen, ich komme da nicht mehr raus. Weil immer, wenn ich ein laufendes Programm in der Shell beenden will, wie gesagt, Steuerung C, das schickt dann ein Signal an den Prozess, den zu beenden. Und Vim fängt das ab und sagt mir genau, was ich zu drücken habe. Das, was du jetzt eben getippt hast, war dieses Doppelpunkt Q für Quit. Also mit Doppelpunkt komme ich in Command-Modus, das erkläre ich gleich. Das funktioniert, solange man noch keine Änderungen hat. Wenn man jetzt schon irgendwas versucht hat und eine Änderung drin hat, dann ist der Vim relativ safe und sagt, Moment, du hast hier eine Änderung. Ohne dass du mir sagst, dass du die verwerfen willst, kommst du nicht raus. Deshalb klappt Doppelpunkt Q im Normalfall dann meistens nicht mehr. Dafür gibt es dann das Ausrufezeichen. Da kommen wir dann aber auch später zu. Kannst du die Tastatur gerne weitergeben oder noch behalten, wie es dir lieber ist. Dann kommen wir als nächstes mal zu den Einstellungsmöglichkeiten, die man hat. Ich habe jetzt hier oben den Vim schon auf. Wenn man sich den anschaut, das ist jetzt ein Ubuntu-System, da ist schon so ein bisschen Standard-Config dabei. Wenn man den jetzt auf dem Mac installiert, ist da so gut wie gar keine Config da. Das heißt, es gibt nicht den Vim. Das hängt immer vom System ab, was man hat, was der Distributor meint, was so an sinnvoller Config eventuell schon da ist. Grundsätzlich sieht man aber schon, es sieht jetzt nicht aus wie ein normaler Editor. Man hat hier so zwei Infos und links irgendwelche Tilden. Mehr ist da nicht an GUI, an Text-UI. Die meisten Entwickler sind mindestens Zeilennummern gewohnt, behaupte ich mal. Hat irgendjemand keine Zeilennummern in seinem Editor an? Einmal die Hand heben. Einer, okay. Wie man sieht, ich habe auch keine an. Also unten ist ja mein eigener Vim. Ich habe keine Zeilennummern, weil ich irgendwann gelernt habe, die brauche ich nicht. Die nehmen nur Platz weg, aber die meisten brauchen die eben. Wie kann man die jetzt aktivieren? Du kannst einfach mal Doppelpunkt eingeben. Dann gucken wir mal direkt, ob das klappt mit der Entfernung. Genau, und dann kannst du einfach mal Set, genau, Leerzeichen Number machen und einmal mit Enter bestätigen. Genau, jetzt sehen wir oben in der ersten Zeile eine 1. Jetzt haben wir schon Zahlennummern. Du kannst einfach mal Enter drücken, glaube ich. Ja, drück mal ein A vorher und jetzt einmal Enter. Genau, jetzt sieht man auch, okay, es gibt eine zweite Zeile. Wenn du nochmal drückst, kommt noch eine dritte Zeile dazu. Das heißt, über dieses Doppelpunkt Z kann ich einzelne Optionen setzen im Vim und Einstellungen machen. Dann kannst du einmal bitte Escape drücken und nochmal den Vim beenden. Du weißt jetzt, wie das geht. Ja, der Slash, wenn ihr den Slash seht, dann wisst ihr, derjenige nutzt ein deutsches Tastaturlayout, der kommt mit dem US-Layout nicht klar. Genau, wenn du jetzt nochmal den Vim startest, genau, dann sehen wir, die Zahlennummern sind wieder weg. Das heißt, immer wenn ich diese Einstellung mache über dieses Doppelpunkt, dann sind die innerhalb dieser Session und nicht persistent. Immer wenn ich wieder einen Vim starte, sehe ich meinen Ursprungszustand da. Wie man die nachher persistent macht, da kommen wir dann später zu. So, jetzt einmal das Wichtigste. Da erzähle ich jetzt ein klein bisschen was und dann könnt ihr das wieder ausprobieren. Der große Unterschied von Vim zu anderen Editoren ist, dass der ein Mode-basierter Editor ist. Das heißt, wenn ich in meinem PHP-Storm oder sonst wo bin und drücke Buchstaben, dann schreibt er die rein. Es gibt keine unterschiedlichen Modis, in denen sich der Editor befinden kann. Der ist quasi immer im sogenannten Insert-Modus, wenn wir im Vim-Kontext reden. Das heißt, jede Taste, die ich drücke, erzeugt eine Eingabe in meine aktuelle Datei. Das heißt, wenn immer ich in anderen Editoren irgendwas machen will, Autocompletion, Zeilen verschieben, was löschen oder so, mache ich meistens erstmal einen Finger auf die Steuerungstaste und mache irgendwelche anderen Tastenkürzel. Das heißt, ich kann nicht einen Modus wechseln, sondern ich muss immer so Klammergriffe machen, auch wenn ich Emacs nutze, was ja der große Konkurrent zum Vim ist. Der arbeitet auch immer mit Steuerung irgendwas, Steuerung noch irgendwas. Was halt dann dieser Klammeraffengriff von Windows ist, Steuerung, Alt, Entfernen und so weiter, die halt irgendwann ziemlich auf die Finger gehen, die werden irgendwann dehnfähig. Nicht sehr, sehr angenehm. Vim geht da einen komplett anderen Ansatz, der ist modusbasiert. Das heißt, der Vim befindet sich immer in irgendeinem bestimmten Modus und davon gibt es etliche. Mehr als man selbst nach 5 Jahren irgendwann kennt, weil es immer noch irgendeinen SAP-Modus gibt. Und in jedem Modus hat das Tastenlayout eine andere Bedeutung. Das heißt, wenn wir uns im normalen Modus befinden, wenn wir den Vim starten, sind wir im Normal-Modus, das ist der erste Modus. In dem können wir einfach navigieren.
Jeder, der schon mal so ein bisschen mit Vim gearbeitet hat, vielleicht bei Jira oder Google Mail mal in die Hilfe der Tastenkürzel geschaut hat, kennt dieses HJKL, mit dem man sich hoch, runter, links, rechts navigieren kann, also zum Beispiel zur nächsten E-Mail, zum nächsten Ticket gehen kann. Man kann, wenn man es im Normalmodus ist, in der Datei öffnet, entweder mit den Cursor-Tasten normal navigieren, man kann aber auch mit diesem HJKL navigieren. Es gibt noch jede Menge andere. Dadurch, dass eben die komplette Tastatur jetzt im Navigationsmodus ist, hat nahezu jede Taste irgendeine Bedeutung, irgendwo hin zu navigieren. Entweder zur nächsten Methode, zur vorherigen Methode, zum nächsten Kommentar, zum nächsten Satz, zur nächsten Klammer. Da gibt es überall entsprechende Tasten für, dass ich da hinspringen kann, ohne dass ich eine blöde Steuerungstaste drücken muss. Das ist auch das, worin man eigentlich die meiste Zeit verbringt. Weil wenn wir ehrlich sind als Entwickler, wir müssen meistens Code lesen. Wir schreiben gar nicht so viel Code. Wir gucken uns die Tests an, die der Kollege vorgeschrieben hat. Wir analysieren, wo kommt der Bug her. Wir schreiben vielleicht mal einen X-Debug-Break rein oder setzen einen Breakpoint. Aber die meiste Zeit navigieren wir und versuchen, Code zu verstehen von einem Framework, von so einem Vorentwickler, von irgendjemandem. Vielleicht von uns selbst von vorletzter Woche. Wenn wir jetzt aber irgendwann die Stelle gefunden haben und sagen, okay, hier muss jetzt meinetwegen noch ein Else-If rein oder so, dann muss ich natürlich irgendwie was einfügen können. Das ist der Insert-Modus. In den komme ich durch diverse Tastenkürzel aus diesem Normal-Mode rein. A hatten wir jetzt gerade eben schon, um die Zeilenumbrüche einzufügen. Mit dem A füge ich immer mit dem Append was ans Ende an. Das heißt, ich habe meinen Cursor irgendwo stehen, mit dem A komme ich hinter den Cursor und alles, was ich dann schreibe, ist im Insert-Modus und wird einfach reingeschrieben. Das gleiche gibt es nochmal für vor den Cursor, das ist dann das I für Insert. Und das gibt es beides auch nochmal mit Großbuchstaben, also mit Shift-A, mit Shift-I, das dann am Zeilenende oder Zeilenanfang. Da merkt man hoffentlich schon so ein klein bisschen, dass Vim sehr, sehr nett ist eigentlich und sich leicht einprägen lässt. Das A kann ich mir wunderbar mit Append merken, das I mit Insert. Und wenn ich das groß mache, dann ist es das gleiche, nur extremer. Das heißt, am Ende oder am Anfang der Zeile. Das Gleiche zieht sich komplett durch Vim durch. Die meisten Tastenkürzel kann man sich wunderbar einprägen. Und wenn man die groß macht, dann haben die entsprechende kräftigere Bedeutung. Dann würde ich sagen, wer auch immer gerade die Tastatur hat, versucht einfach erstmal in den Insert-Modus zu gehen und schon mal ein bisschen was zu schreiben. Vielleicht ein Lorem Ipsum, vielleicht kennt derjenige das ja auswendig. Oder irgendwas anderes, Hallo Welt, was auch immer gerade ihm in den Sinn kommt, in ein Gedicht. Können auch wilde Buchstaben sein, irgendwas auf die Tastatur kloppen. Vielleicht mach mal noch ein paar Zeilenumbrüche, vielleicht ein, zwei und dann noch irgendwie einen Satz oder so, dass man so ein bisschen was hat, dass man auch navigieren kann. Genau. Jetzt ist die Frage, wie komme ich aus diesem Insert-Modus wieder raus? Weil egal, was ich jetzt an Buchstaben, Sonderzeichen tippe, die werden ja eingefügt. Das geht grundsätzlich, egal in welchem Modus ich beim Vim bin, immer mit Escape. Ich escape halt aus dem Modus raus, kann man sich auch ja wunderbar merken eigentlich. Das heißt, wenn du einmal Escape drückst, genau, dann sehen wir, dass dieses Insert weggeht. Wenn du jetzt nochmal ein A drückst, dann sehen wir hier unten links den Modus stehen. Genau, und mit Escape geht das wieder weg. Das ist standardmäßig schon nicht so bei Vim. Vim selbst kommt halt, das sagen viele, ist ziemlich scheiße mit eigentlich gar keiner sinnvollen Konfiguration. Das heißt, standardmäßig sieht man diesen Modus nicht mal. Da ich jetzt ein Ubuntu nutze, ist diese Konfiguration schon voreingestellt. Genau, wenn du jetzt mal Escape drückst und wir sagen, du willst vor Hallo Welt oder hinter Hallo Welt noch ein Ausrufezeichen einfügen, mach das einfach mal so, wie du das intuitiv machen würdest und dann versuche ich gleich ein bisschen zu erklären, wie das vielleicht ein bisschen effizienter ginge. Vielleicht erklärst du auch ein bisschen, wie du es machst, weil wir ja nur sehen das Ergebnis und nicht die Tastendrücke. Wir hatten die Tastatur überhaupt. Genau. Wie hast du es jetzt gemacht? Ich vermute mit den Cursor-Tasten, richtig? Genau. Genau, weil dadurch, dass du im Insert-Modus bist, würden die anderen Standardsachen von Vim auch nicht funktionieren, weil die würden ja irgendwelche Buchstaben schreiben. Das heißt, hier bleiben nur die Cursor-Tasten tatsächlich. Ich mache das jetzt einfach einmal und zeige einmal, wie das vielleicht was schneller ging. Ups. Es gibt halt jede Menge Tastenkürzel. Ihr habt die jetzt nicht gesehen. Was ich gemacht habe, ich bin erstmal wieder an den Ausgangspunkt zurückgegangen. Gehe dann einfach mal an den Anfang der Datei, eine Zeile nach hinten und füge ein Append an. Ich könnte auch direkt von der letzten Zeile sagen, gehe in die zweite Zeile und füge was am Ende an. Das sind zwei Befehle, um dahin zu gehen, anstatt wie in anderen Editoren notwendig, entweder die Maus zu nutzen oder 1, 2, 3, 4, 5 mal hochzugehen, dann noch mit End oder mit Post-1-Taste zu navigieren, wenn man die überhaupt hat oder mag auf seiner Tastatur, weil die vielleicht über einer Funktionstaste noch versteckt sind. Sonst geht man mit dem Cursor vielleicht sogar noch bis ans Ende, ist dann eins zu weit, geht wieder eins zurück.
Wenn man ganz schlau ist, geht man vielleicht unter das Hello World und geht damit links ans Ende der Zeile davor. Auf jeden Fall muss man mit anderen Editoren meiner Meinung nach bedeutend mehr nachdenken, weil man immer überlegen muss, wie bediene ich denn meinen Computer jetzt gerade? Wie sage ich dem denn, wo der hingehen soll? Und bei Vim ist es so, das sehen wir jetzt gleich, dass man durch die schönen Abkürzungen, wie wir die mit Append und Insert haben, irgendwann nicht mehr drüber nachdenkt, wie bediene ich denn jetzt meinen Rechner, sondern einfach nur sagt, klar, ich will was anfügen, ich will eins hochgehen, ich will in Zeile X gehen und auf einmal nicht mehr drüber nachdenkt, wie man das Ding bedienen muss, sondern einfach nur noch macht und damit eben diese Effizienz hat, die viele Leute dem Vim zuschreiben. So, dann zeige ich einmal einen Modus, den ich sehr gerne bei den Präsentationen nutze, das ist der Visual-Modus. Den erreicht man auch wieder mit unterschiedlichen Kürzeln. Wer hätte es gedacht, mit dem V für Visual. Gibt es auch wieder klein, groß und gibt es auch mit dem Steuerung davor. Das sind alles schon wieder unterschiedliche Visual-Modes. Wenn ich einfach nur V drücke, das kannst du einfach mal gerne machen, der gerade die Tastatur hat. Einfach mal das V drücken, genau, und dann sehen wir hier unten ganz klein Visual und geh einfach mal mit dem Cursor nach oben. Genau, dann geh mal mit dem Cursor nach rechts. Genau, das heißt, der Visual-Modus ist eben was visuell hervorheben. Wenn ich einfach nur das V drücke, macht er genau das, was ich gerade mit dem Cursor markiere. Oder sehen wir nachher mit den anderen Tastenkürzeln. Du kannst mal Escape drücken, dann kommen wir, haben wir gelernt, aus dem Modus wieder raus. Und drückst stattdessen mal das Shift-V. Wir haben ja schon gelernt, wenn ich Shift mache, dann ist das immer ein bisschen größer. Genau, und jetzt sehen wir unten auch schon Visual Line. Das heißt, er selektiert jetzt nicht mehr genau das, was ich mache, sondern immer die Zeile. Ich kann zeilenweise machen. Das finde ich bei Präsentationen immer ganz praktisch. Ich brauche nicht einen Cursor suchen, irgendwo was markieren, habe die falsche Zeile markiert. Sondern ich kann den Leuten genau zeigen, wo ich gerade dran bin, wenn ich irgendwie Unit-Tests zeige oder so. Das ist die Stelle, um die es gerade geht. Und das Tolle ist, wenn ich einmal in diesem Modus bin und gelernt habe, im Vim zu navigieren, dann kann ich exakt die gleichen Kürzel wiederverwenden, die ich beim normalen Navigieren nutze, nur dass sie jetzt visuell hervorgehoben werden. Das heißt, ich brauche nur ein einziges Tastenkürzel lernen, meinetwegen das V oder das Shift-V, und habe auf einmal eine exponentielle Steigerung meines Wissens, weil ich weiß, wie kann ich mich navigieren. Und das kann ich jetzt paar mit hervorheben. Das heißt, alles das, was ich im Navigieren schon konnte, kann ich jetzt auf einmal visuell hervorheben. Das heißt, alle Bewegungselemente, die ich schon gelernt habe, können jetzt auf einmal zwei Sachen, einmal bewegen und einmal hervorheben. Und das sehen wir gleich, die können auch auf einmal irgendwann was ändern, was löschen, das steigt immer exponentiell. Das heißt, man braucht gar nicht so viel lernen, deshalb ist die Steigerungskurve des Lernens beim Vim so enorm hoch, weil man, wenn man die Grundlagen einmal hat, auf einmal immer mehr Wissen hat mit dem kleinen Schritt, den man dann nur noch geht. Und das ist das, was mich damals so begeistert hat und einfach irgendwann Spaß macht, weil man merkt, krass, jetzt nach der Einstiegshürde, das macht so viel Laune, ich lerne eine neue Sache, kann die mit allem kombinieren und das macht richtig Bock. Genau, dann gibt es noch den Steuerungs-V, das ist Visual Block, der macht hier jetzt nicht so viel Sinn, der macht vor allem Sinn, wenn man mit Tabellen arbeitet. Ich arbeite unter einem Doku-Team von Typo3, Open Source CMS, und da haben wir AST als Format für die Dokumentation. Da sind auch entsprechende Tabellen drin. Und da muss man schon mal irgendwo eine neue Spalte einfügen. Und das ist dann nur mal von oben nach unten in Spaltensicht. Und da macht dieser Visual Block extrem Sinn. Weil mit dem kann ich nicht jetzt sagen zeilenweise oder genau da, wo mein Cursor ist, sondern ich kann sagen, wie man das mittlerweile auch vom Storm kennt, von oben und jede Zeile darunter einmal einen Cursor einsetzen und damit was machen. Das heißt, wenn wir mal eine Tabelle aufmachen, ich hoffe, ich finde jetzt schnell eine. Ja. Ja, nicht ganz ideales Beispiel. Ja, wir haben hier so eine Tabelle. Jetzt kann ich mit diesem Visual Block sagen, ich möchte meinetwegen diese komplette Spalte selektieren oder diese komplette Spalte selektieren oder ich möchte eben hier eine Trennlinie reinziehen. Das heißt, ich kann mit diesem Visual-Modus nicht nur was hervorheben, sondern ich kann mit dieser Selektion dann auch arbeiten. Ich kann das Selektierte meinetwegen kopieren, löschen, ersetzen, kann das auch wieder kombinieren mit den anderen Modis, in denen ich später arbeite. Genau, so dann kommen wir jetzt mal zu dem wichtigsten Modus, zu dem Normal Mode.
Cursor-Tasten haben wir schon gesehen, funktionieren erstmal. Das heißt, man braucht erstmal nichts krasses lernen, um sich zurecht zu finden und zu navigieren. Ist jetzt aber auch nicht unbedingt die effizienteste Art und Weise. Ich kenne das aber auch von anderen Kollegen, die in Sublime Text oder Notepad++ genutzt haben, die genauso navigiert haben. Ich habe nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Du willst ans Ende vom String meinetwegen, mach doch wenigstens Ende der Zeit und geh zwei zurück oder so, ja? Kannst du bitte einmal zeigen, wie man was einfügt? Ich will Logo X im Text einfügen, ich habe keine Ahnung, wie ich das einfüge. Also wirklich selber schreiben, ja? Ich habe jetzt den Copy-Paste reinkopiert, jetzt möchte ich das in den Editor reinkopieren. Ja, Copy and Paste käme ich später zu. Um das mitzumachen, wäre es doch gut, wenn du das jetzt voranmachst. Ja, Copy and Paste ist das Problem, dass du dazu wieder ein paar Konzepte erst verstehen musst. Ja, im Vim-Tutor ist aber nicht das Copy and Paste mit drin. Ja, aber da hat der Text. Ja, okay. Also richtig. Genau, also es gibt noch Vim-Tutor. Das ist eine interaktive Vim-Session. Interaktiv insofern, dass er einfach nur eine bestimmte Textdatei öffnet, die einem so einen Guide-Through bietet, wo man anfängt mit ein bisschen Navigieren, den Text bearbeiten soll, wo so kleine Aufgaben sind. Also wirklich ein Tutorial innerhalb von Vim. Genau, zum Einfügen, Ausschneiden und so weiter komme ich später, weil man da, wie gesagt, einmal ein Konzept zu verstehen muss, wie Vim das handelt, weil das sehr viel umfangreicher ist, als man das von seinem normalen Betriebssystem kennt. Genau. Ansonsten kannst du auch irgendeine Plaintext-Datei öffnen. Okay. Gut. Genau, also die Sachen, die Stammhash, die Tasten, die Cursor-Tasten ersetzen, sind dieses HJKL. Da gibt es viele Leute, die haben eine Theorie, warum das genau die sind. Faktisch ist es einfach so, der Rechner, auf dem das damals alles entwickelt wurde, da waren die Cursor-Tasten nicht unten rechts, sondern die waren auf diesen Buchstaben einfach drauf. Das heißt, das waren einfach damals die Cursor-Tasten. Und man konnte eigentlich hin und her wechseln, deshalb sind einfach diese Tasten geblieben. Es gibt aber noch viele, viele andere Sachen. Wie gesagt, mit Escape kommen wir wieder raus. Wir haben auch eine Lorem Ipsum-Datei, dass man ein bisschen mehr hat zu navigieren. Ich würde jetzt aber einfach genau die einmal öffnen. Ja. Genau. Ein ganz normales Lorem Ipsum, da sind, glaube ich, 4 oder 5 Absätze drin. Wenn man sich da jetzt so ein bisschen navigieren möchte, dann gibt es, wie gesagt, noch ein paar andere Tastenkürzel. Ich gucke einmal kurz, wo die genau sind. Genau. Neben diesen Standarddingern gibt es eben zum Beispiel einmal das Groß-G. Wer auch immer gerade die Tastatur hat, macht am besten erst einmal, dass man die Zahlennummern sieht, damit wir so ein bisschen sehen, wo jetzt gleich der Kontext ist. Und das, Moment, Entschuldigung, falsche Session. Genau da oben, jetzt bitte einmal. Das ist schön, ihr passt zumindest auf oder kanntet die Sachen vorher schon. Genau, das heißt, wir sind im Moment in Zeile 1, Spalte 1. Das ist auch das, was diese mehr oder weniger sinnvolle Info einem hier unten darstellt. Und die Stop sagt, wir sind auch am Anfang der Datei. Wenn du jetzt einmal zum Ende der Datei gehen willst, dann kannst du eben Shift-G nutzen. Drück einfach mal Groß-G, also Shift-G. Ja, dann sehen wir direkt, wir sind an Zeile 44, wir sind am Ende der Datei, Bottom, und entsprechend Zeile 44. Und wenn du jetzt einmal GG drückst, dann bist du wieder am Anfang der Datei. Wie man sich das G jetzt im Verein prägt, weiß ich nicht. Aber da hat Vim natürlich ausprobiert, dass manche Tastenkürzel schon vergeben waren und da jetzt entsprechende andere für sind. Man könnte vielleicht mit Go sich das merken. Jetzt kann man diese Dinge auch noch wieder kombinieren. Man kann nahezu jeden Befehl, den man in Vim macht, und auch Navigation sind mehr oder weniger Befehle, präfixen mit einer Zahl. Genau, wenn ich das richtig sehe, hast du das gerade schon gemacht. Du bist einfach direkt mal in Zeile 5 gesprungen. Man kann einfach einen der beiden Befehle präfixen mit einer Zahl. Nee, nicht mit einem Doppelpunkt. Sondern einfach mal eine 5 eingeben und dann einmal groß G. Ja, Zeile 5 bist du jetzt gerade schon, ist ein bisschen blöd. Wir haben gesehen, wir kommen bis 44, such dir mal eine Zeile aus, genau. Man sieht kurz, wenn ich nochmal nur die, mache jetzt nochmal die 5 meinetwegen erstmal, ohne das G, dann sieht man hier unten links auch, okay, der Vim hat gerade die 5 bekommen und wartet jetzt darauf, was er damit machen soll. In dem Moment, wo du ihm jetzt das G mitteilst, weiß er, okay, er soll zur Zeile 5 springen. Das heißt, im Prinzip ist das die Anzahl, wie viele Zeilen er vom Anfang der Datei runterspringen soll. Und das Gleiche kann ich auch mit anderen Dingen machen. Wenn wir jetzt einmal zählen würden, wie lang dieses Wort ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Buchstaben. Wir sind auf dem ersten, das heißt, wenn du jetzt einmal nochmal Escape drückst, damit die 5 wegkommt. Genau, und jetzt einmal die 6 drückst,
und meinetwegen den Cursor nach rechts. Ich hoffe, dass es mit dem Cursor auch funktioniert. Müsste unten rechts auf der Tastatur irgendwo sein. Funktioniert wahrscheinlich nicht. Genau, dann sehen wir, dass der Cursor jetzt entsprechend 6 nach rechts springt. Offenbar ist das Zero-basiert. Das heißt, ich kann auch die anderen Navigationsbefehle alle entsprechend präfixen. Das heißt, ich kann auch sagen, geh mal 5 Zeichen nach rechts, 5 Zeichen nach links, geh 5 Zeilen nach oben, 5 Zeilen nach unten, entsprechend mit den anderen Buchstaben. Das heißt, nicht eine spezifische Zeile, wo er hinspringen soll, sondern wie viele Zeilen nach oben oder nach unten er gehen soll. Und wenn man, wie ich, Mathe nicht leiden kann, weil in der Schule was schiefgelaufen ist und man trotzdem Informatiker geworden ist, oder zumindest Entwickler, und man jetzt keinen Bock hat zu rechnen von Zeile 10 bis Zeile 6, das sind 4-mal, wenn man da keinen Bock drauf hat, dann kann man auch noch eine andere Zeilennummerierung nehmen. Du kannst nochmal einen Doppelpunkt drücken und ein Set schreiben und dann mal Relative Number. Nee, Set erst noch davor schreiben. Weil wir halt eine Option setzen wollen. Genau, Relative Number. Zusammengeschrieben bitte. Genau. Und dann sehen wir jetzt, okay, wir sind im Moment in Zeile 10 und das hier ist relativ dazu Zeile 1, 2, 3, 4, 5 und nach oben genauso. Und wenn du jetzt einfach ein bisschen hoch und runter navigierst, sehen wir auch, dass sich das entsprechend alles um anpasst. Genau. Und damit brauche ich nicht mehr nachdenken, ich kann einfach lesen, wie viele Zeilen nach oben und unten ich auf einmal springen möchte. Je nach, in welchem Kontext man jetzt ist, man sieht vielleicht, manch einer kennt es vielleicht auch, ich habe noch einen T-Max außen drum, also einen Terminal Multiplexer. Ich habe nicht einfach nur eine Shell, sondern da drin erst noch ein Programm laufen, wo drin dann mein Vim läuft. Wenn man dann noch einen großen Monitor hat und einen schlechten Rechner, sind diese relativen Nummern fast notwendig, damit das überhaupt vernünftig gerendert werden kann. Aber bei so Auflösung hat man damit erstmal kein Problem. Genau. So, dann ganz, ganz wichtig, immer die Hilfe zur Selbsthilfe. Wie kriege ich mir das alles beigebracht? Wir haben schon gehört, es gibt einmal den Vim-Tutor, der einen wirklich durch ein Tutorial führt, wo man das einmal alles machen kann. Wenn man jetzt aber irgendwann an der Stelle ist und so ist wie ich, total ungeduldig und keinen Bock auf so ein blödes Tutorial hat, wo es keine Erfahrungspunkte gibt, man kann keinen Drachen bekämpfen und so weiter, dann will man einfach drauf loslegen und sagt, okay, ich weiß jetzt genau, ich will das und das machen, wie geht das denn am besten? Dann kann man immer die Hilfe aufrufen. Das heißt, wenn ich einfach Doppelpunkt Help drücke, dann komme ich einfach zum Anfang der Hilfe. Und die ist extrem umfangreich. Also ich kenne, also jeder, der mit Linux arbeitet, hat hoffentlich die Erfahrung gemacht, dass die Hilfen grundsätzlich extrem umfangreich sind. Wer einmal man-git-commit aufgerufen hat zum Beispiel, was da alles drinsteht, das braucht man sein Leben lang nicht. Und das Gleiche ist beim Vim. Der hat eine extrem große Hilfe, die man auch online nachlesen kann, wenn man das möchte. Und die ist auch aufgebaut. Einmal, man sieht es hier in einzelnen Kapitel, Getting Started, Editing Efficiently, mit User und durchnummeriert, also wirklich ein Manual, was mich nach und nach in immer weitere Tiefen reinbringt, die ich auch nach dem Tutorial als Next durcharbeiten kann. Und dann noch in generelle Hilfen, nochmal thematisch sortiert später, wenn ich dann die Einstiege schon durch habe. Ich kann auch mit Help Grab die Hilfe durchsuchen nach irgendeinem bestimmten Begriff, den ich habe. Ich kann auch nach Hilfe, je nach Einstellung, wenn ich die Autocompletion im Vim anhabe, sagen, okay, ich weiß, es geht irgendwie um Completion, und drück da mal Tab, was es denn so für Hilfen dazu gibt. Und kann so direkt an die einzelnen Stellen dran springen. Wenn man jetzt hier oben ist bei der Hilfe, dann sieht man auch direkt wieder, offenbar gibt es wirklich viele Leute, die dieses Problem haben. Wie komme ich aus dem Vim überhaupt raus? Das ist so, das direkt nach dem Navigieren das Erste, was einem erklärt wird. Dann kommen schon ein paar Sachen, die sind ein bisschen netter. Maus habe ich tatsächlich aus, weil ich da aufs Trackpad schon mal aus Versehen draufkomme und dann passiert irgendwas und ich weiß nicht was. Deshalb ist die Maus bei mir tatsächlich aus. Man sieht aber schon, okay, man kann zu bestimmten Themengebieten springen. Das werden wir uns später auch anschauen, weil es sind nicht nur Themengebiete in der Hilfe, das ist auch mein Go-To-Definition. Das heißt, ich kann im Vim, und das kann ich länger, als es einen Storm überhaupt schon gibt, einfach zur Definition von meiner Methode springen, die ich gerade aufhabe. Und das Geile ist, dadurch, dass Vim selber halt ein Editor ist und keine IDE, versteht er nicht, was das ist. Er versteht nicht, das ist PHP, das ist eine Methode und ich muss jetzt rauskriegen, was die Definition ist. Sondern er hat ein anderes Konzept, das schauen wir uns wie gesagt später an.
Dadurch kann ich dieses Konzept aber auf alles anwenden. Ich kann zum Beispiel bei mir im Typo 3 in meine Übersetzung reinspringen. Ich bin in meinem Template und sage, spring mal dahin, wo diese Übersetzung definiert ist. Spring mal in dieses Partial rein. All das kann ich mit reiner Konfiguration schon lösen. Genau, dann schauen wir uns später auch an. Gibt es noch eine Jump History? Wenn ich jetzt irgendwie hin und her springe, sei es in eine bestimmte Zeile oder zu einer Definition, dann baut er eine Historie auf, wie ich denn durch meinen Code oder durch meinen Editor hin und her gesprungen bin. Und ich kann damit wieder zurückspringen und wieder vorspringen, was extrem hilfreich ist beim Debugging, weil ich dann ja immer tiefer in Framework reingehe im Normalfall und irgendwann wieder zurück möchte. Und dann brauche ich nicht überlegen, welche Dateien waren das. Ich brauche mir überhaupt nichts im Kopf merken. Ich kann einfach wieder die Historie zurückgehen und kommen genau diese Sprünge wieder zurück. Genau, also das ist die Hilfe, die halt extrem umfangreich ist und hoffentlich dabei grundsätzlich hilft. So, jetzt öffne ich für euch einmal kurz eine PHP-Datei. Wir sind ja hier mehr oder weniger auf einem PHP-Event und kennen alle PHP-Code und wollen uns da so ein bisschen zurechtfinden. Das ist nicht sinnvoll, ist, man sieht es lorem ipsum. Es geht nur darum, dass wir validen PHP-Code haben, um so ein bisschen zurechtzufinden, wie navigieren wir denn jetzt. Wenn ich jetzt zur ersten Methode springen möchte, zu meinem Konstruktor, kann mir irgendjemand sagen, wie es im Storm geht? Ja? Shift nach unten. Damit kann ich immer zur nächsten Methode springen. Okay. Beim Vim geht das auch. Ich drücke einfach zweimal diese schließenden eckigen Klammern. Wer auch immer die Tastatur hat, mag das bitte einmal machen. Die sind US-Layout, die sind rechts. Da braucht man kein Shift oder Alt-Grr oder sowas für drücken. Naja, im Moment tippt ihr eine hohe Zahl ein. Ihr seid bei den Zahlen unterwegs. Die sind rechts oberhalb der Enter-Taste, ohne dass ihr irgendwas zusätzlich drücken müsst. Genau, dann bin ich sofort an den entsprechenden. Wenn du das jetzt nochmal wiederholst, kommen wir zu GetSum. Genau, und wenn du jetzt zu der davor willst, was wäre für dich logisch, was du drücken müsstest, um jetzt von GetSum, ah, du hast schon gemacht, okay. Kennst du Vim schon oder war das jetzt intuitiv für dich? Okay, genau. Magst du einmal den anderen sagen, was du gedrückt hast, was für andere nicht offensichtlich ist? Genau, das heißt einfach das Gegenteil, weil du willst nicht mehr nach unten, sondern du willst nach oben navigieren, ganz genau. Das heißt, selbst da brauchst du nicht lernen, wie du denn zurück navigierst, weil es für dich zumindest schon offensichtlich war. Klar, ich weiß, wie ich zunächst navigiere. Offensichtlich muss zurück navigieren das Gegenteil sein. Statt schließender Klammer, die öffnende Klammer. Ganz genau. Das heißt, so kompliziert, ich versuche euch so ein bisschen eventuell die Angst zu nehmen, Vim zu nutzen, ist das alles nicht. Es ist eigentlich mit einer gewissen Zeit sehr, sehr intuitiv. Genau, also damit kommt man eigentlich schon relativ weit. Man versucht ja eigentlich eh nicht so 100 Zeilen Monster-Methoden zu schreiben. Das heißt, damit kann man schon sehr, sehr effizient navigieren. Wenn du jetzt nochmal zum Konstruktor springen möchtest. Ups. Genau, wunderbar. Dann gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Ich muss eventuell meinetwegen noch ein neues Argument anfügen. Jetzt nicht unbedingt da vorne, das wird ein bisschen schwierig, aber vielleicht an zweiter Stelle. Dann kann ich das auch sehr, sehr schön machen. Ich kann als Präfix das F nutzen, drücke einmal bitte Escape, das war im Moment einmal schon, genau. Einmal ein F drücken, dann sehen wir auch wieder, das F wartet hier und jetzt einmal das Komma bitte. Genau. Wenn ich das kleine F drücke, dann sucht er das nächste, was ich eingebe, das nächste Zeichen nach rechts und springt da sofort hin. Sucht es halt, ein Feind. Wie würdest du jetzt zum Beispiel zu dem Unterstrich springen? Was wäre da deine Intuition? Und kannst auch gerne einfach sagen. Ja, F sucht nach vorne. Genau, ich habe es gerade schon von einem gehört, das große F wäre es, genau. Also auch wieder das Gegenteil, sage ich jetzt mal einfach. Das heißt, mit dem F suche ich nach vorne, mit dem großen F suche ich nach hinten und kann mich so auch relativ schnell innerhalb von so einer Zeile nach vorne und nach hinten bewegen. Wenn es jetzt nicht gerade ein Buchstabe ist, der an mehreren Stellen vorkommt, funktioniert das auch ganz gut. Genau, du kannst jetzt einfach mal ein zweites Argument eingeben. Also nach dem Arg 1 gibst du mal ein neues Argument an, einfach nur damit du mal ein bisschen Gefühl dafür kriegst, ein bisschen rumspielen darfst. Genau, also wieder mit F, an die Stelle springen, dann eins nach rechts, ich vermute mal mit dem Cursor, dann in den Insert-Modus gehen und drauf losschreiben, genau. Genau, dann mit Escape wieder rausgehen, weil unsere Bearbeitung ist erledigt. Wenn wir jetzt noch eins einfügen wollen würden,
dann drückt man nur für den Roland den Punkt bitte. Nee, Punkt, nicht im Backtick, der ist unten rechts, ich glaube genau wie beim deutschen Layout. Genau. Der Punkt wiederholt meine letzte Operation. Und eine Operation muss man sich ein bisschen tiefer mit dem Vim beschäftigen, was genau eine einzelne Operation ist. Aber eine Operation ist zum Beispiel das Einfügen. Das ist an der Stelle nicht so ganz ideal mit dem Komma. Wenn man das irgendwann weiß, dann denkt man doch ein bisschen mehr nach, wenn man weiß, ich muss diese Operation mehrfach wiederholen, versucht sie so atomar zu schreiben, wie zum Beispiel eine Doctrine Migration oder eine Datenbanktransaktion, wirklich als eine Transaktion, damit die wiederholbar ist und an mehreren Stellen anwendbar ist. Da sagen die meisten wahrscheinlich, ja, wann brauche ich das als Entwickler? Ich schreibe ja nicht dreimal die gleichen Sachen. Du machst aber eventuell dreimal die gleichen Sachen, immer wenn du eine Datenstruktur verarbeitest. Ja? Aber Zwischenfrage, ja, wenn ich das jetzt gemacht habe, weil ich es auch gemacht habe, wie mache ich das rückgängig? Rückgängig. Was wäre die Idee? Vielleicht kommt ja jemand drauf. Nein, dann wiederholst du es leider zweimal. Wartet nicht bei einem Punkt, ob noch was kommt tatsächlich. Nee. Eine andere Idee wäre vielleicht ein Semikolon. So, was ist das Gegenteil vom Punkt vielleicht? Ja? Ich hätte jetzt ein U gemacht. Genau, U für Undo. Also man macht nicht das Gegenteil vom Punkt, sondern man macht wirklich die letzte Änderung rückgängig. Egal, ob das ein Punkt war, das Einfügen, du kannst nochmal ein U machen, das ist deine letzte Änderung rückgängig gemacht, also auch das $A. Mach bitte nochmal ein U. Genau. Und man sieht dann hier unten auch eine Info, eine Änderung rückgängig gemacht. Dann gibt es wieder einen Stack, wie viele Änderungen es gab und auch sogar die Uhrzeit. Ich kann nämlich nicht nur sagen, mach bitte eine Änderung rückgängig oder wir geprefixt. Das haben wir auch schon gelernt, mit springe zur so und so vierten Zeile. Ich kann auch so und so viel Änderungen rückgängig machen, wie mit dem Präfix. Ich kann sogar sagen, zu welchem Zeitpunkt er zurückspringen soll. All sowas kann man machen. Und man kann dann, kommen wir später zu, auch noch Plugins machen. Man kann sich dann so ein Plugin machen, was einem diese komplette Historie einmal als Baumstruktur darstellt. Das S sagt immer, wann man die Datei gespeichert hat. Das ist, wann man das gemacht hat, wie viele Änderungen das war. Man kann sich noch ein Diff anzeigen lassen und kann die Sachen so entsprechend machen. Und wenn man dann gemerkt hat, Mist, ich habe einmal zu viel U gedrückt, kann man mit R für Redo einfach wieder nach vorne springen. Kann so hin und her springen. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, dadurch, dass das eine Baumstruktur sein kann, ich kann ja zurückspringen, wie Änderungen machen, dadurch entsteht ein Baum. Da würde ich jedem ein Plugin empfehlen, damit man es vielleicht ein bisschen visuell hat. Außer man ist tatsächlich irgendein echt krasser Nerd und kann das im Kopf behalten. Dann kann man mit dieser Historie auch hin und her springen. Aber ja. Genau, dann kannst du einmal R drücken, damit wir das einmalige Einfügen des neuen Arguments schon mal haben. Ach Quatsch, R. Entschuldigung. R war falsch. Mach nochmal U, das wollen wir nicht. Steuerung R ist das. Aber es ist wahrscheinlich das letzte Einfügen, ja, das letzte Einfügen rückgängig machen würde. Wenn man R macht, kommt man tatsächlich in einen anderen Modus. Ja, das Steuerung R macht jetzt entsprechend die Änderung rückgängig. Fügt das einfach nochmal manuell ein. Also du kannst einmal ein X drücken. Das kennen die Leute, die noch eine Schreibmaschine hatten. Mit dem X hat man früher, wenn man noch nicht Tipp-X oder so genutzt hat, einfach was gelöscht, einfach mit dem X überschrieben. Genau. Mit Steuerung R kommt man zurück. Steuerung R und U sind vor- und zurückgehen, weil R selbst ist der Replace-Mode, den können wir uns später auch noch anschauen. Genau. Wenn wir das jetzt haben, dann wollen wir das natürlich hier an diese, zwischen diese beiden Zeilen auch einmal zuweisen. Wir kümmern uns jetzt nicht darum, dass die Eigenschaft auch existiert. Das ist ja nicht notwendig im PHP, auch wenn es wünschenswert wäre. Aber es geht einfach darum, mal die Autocompletion dann zu zeigen, weil Vim, manch einer mag es nicht glauben, hat eine Autocompletion. Und nicht nur eine, es gibt zig Autocompletions, weil man will ja nicht nur Code vervollständigen, man will vielleicht Dateinamen vervollständigen, man will Zeilen vervollständigen, man will eventuell einen mathematischen Ausdruck einfügen, auch das ist eine Vervollständigung für Vim. Genau, wie kriege ich jetzt hier überhaupt erstmal eine Zeile zwischen? Du kannst gerne Tastatur weitergeben, wenn das noch nicht passiert ist, damit die anderen auch ein bisschen was haben. Genau. Wie kann man jetzt da eine Zeile drüber einfügen? Klar, ich könnte jetzt eins nach oben gehen, könnte ein Append machen, dann bin ich im Insert-Modus, drücke einen Zeilenumbruch. Das ist jetzt nicht so effizient. Kann man machen. Man kann auch einfach, wenn man jetzt da ist, ein kleines O drücken. Dann kriegt man automatisch einen Insert-Modus auf der nächsten Zeile. Wenn man ein großes O macht, ist das Gegenteil, das heißt ein Zeileneinfügen der Zeile davor. Das heißt, wenn wir entsprechend hier bei Arc 2 gestanden hätten, wäre es ein großes O gewesen, um hier was einzufügen. Das Nette ist, wir sind direkt wieder im Insert-Modus.
Das heißt, du könntest jetzt drauf losschreiben, einfach mal sys A1. Ja, das ist das OS-Layout. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn er mal irgendwie zu viel Zeit hat, irgendwie eine Woche Urlaub, wo er ein bisschen coden will, sich das OS-Layout mal zumindest versuchen anzueignen. Das Einzige, was bei mir 2 Jahre gedauert hat, war das Z und das Y. Oder das X, nee, das Z und das Y. Das hat 2-3 Jahre bei mir gedauert. Alles andere geht sehr, sehr, sehr schnell tatsächlich. Und man freut sich einfach, gerade bei den Klammern, dass man nicht mal diese Alt-Taste noch drücken muss, weil das alles sofort verfügbar ist. Wenn man Windows nutzt, kann man sich einstellen wie beim iPhone, dass man A gedrückt hält, dann kommt ein Pop-up und dann drückt man die 4 für ein Ä. Da braucht man sich also nicht allzu groß umgewöhnen. Wenn man irgendein Linux hat, kann man die Compose-Key nutzen. Oder wenn man Vim hat, kann man Diagraphs nutzen. Dann gibt es immer Tastenkürze, wie zum Beispiel gleich E für ein Eurozeichen oder A, Doppelpunkte für ein Ä. Da kommt man wunderbar mit zurecht und kommt nicht aus dem Schreibfluss raus. Das funktioniert alles wunderbar. Und genau, du hast das jetzt alles von Hand geschrieben. Das will ein Entwickler jetzt ja nicht. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt nicht A1, sondern was länger. Wir benennen unsere Variablen ja sinnvoll. Ich benenne das einfach mal schnell um. Das wäre, wir kommen mal aus Typo 3, das wäre der Typ, der Typo Script Frontend Controller. Solche Sachen gibt es da. Danke. So, dann kann ich ihn einfach einfügen. Wie habe ich das gemacht? Das darfst du jetzt gerne wieder versuchen. Wir brauchen jetzt erstmal das Dollarzeichen. Und dann schreibst du mal ein T. Und dann wollen wir jetzt die Autocompletion haben. Das ist wieder ein neuer Modus. Den beginnen wir mit Steuerung X. Nee, nicht Shift, Steuerung X. Das T brauchen wir erst einmal, genau. Und dann sehen wir hier, wir sind jetzt im Steuerung X Modus, das Einfügen-Modus, und wir haben hier noch eine Latte an weiteren Steuerungsfingern von der Eckenklammern über D, E, F, I, K, L, N, O, P, S, U, V, Y. Das sind alles einzelne Autocompletion-Modis, die es geben kann. F ist zum Beispiel für Dateien, das heißt, ich kann Dateifahrt-Auto vervollständigen. Die eckige Klammern sind Text, da kommen wir gleich zu. Das sind zum Beispiel alle Sachen, wo ich auch hinspringen kann. Alle Methodennamen, alle Klassennamen, alle Namespaces. Es gibt das Wörterbuch, das ist das K. Es gibt die Zeilen, das ist L. All das kann ich im Vim vervollständigen. Wenn ich mir um all das keine Gedanken machen will, mache ich einfach mal das Steuerung O. Steuerung O und P gucken einfach in allen möglichen Kram, kontextgetrieben, das kann ich nachher konfigurieren. O guckt dahinter, glaube ich, und P für Previews guckt davor. Deshalb haben wir jetzt bei O das nächste mit T wäre sys. Und darunter steht unser TypoScript Frontend Controller. Wenn du das, ja, kannst das einmal nochmal löschen. Dazu kannst du einmal Escape drücken, bitte. Dann zeige ich das nächste. Und du kannst mal D drücken wie Delete. Das müsste dann hier unten wieder auftauchen. Nee, nicht Doppelpunkt. Genau, einfach einmal D. Genau, das taucht dann hier unten auf. Und jetzt erwartet er, was möchtest du denn löschen? Und jetzt kannst du mal ein kleines I und ein kleines W drücken. Damit haben wir das Wort gelöscht. Das W steht für Wort. Das heißt, ich kann bei vielen Dingen, wenn ich eine Operation mache, wie einfügen, ersetzen, löschen, kopieren, kann ich ihm hinterher eine Range angeben, mit der er arbeiten soll. Das sind die gleichen Sachen, mit denen ich mich normalerweise eigentlich bewegen kann. Also sowas wie K, L, gehen nach hinten, gehen nach rechts und so weiter. Ich kann ihm angeben, wie oft er das machen soll. Das heißt, ich könnte sagen, lösche 5 Mal, also 5D und dann nach rechts zum Beispiel, dann löscht er die nächsten 5 Zeichen. Ich habe aber auch noch Motions, also wirklich Bewegungsoperationen, wie dieses IW, das steht für Inner Word, lösche das aktuelle Wort. Und wozu brauche ich dieses E, Inner, was ist da das Gegenteil? Das wäre A für Outer, auch wenn man das eigentlich mit O schreiben würde. Der Unterschied ist, dass das Outer den äußeren Kontext mit einbezieht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei einem Satz bin, habe ich danach immer ein Leerzeichen. Wenn ich jetzt nur das Wort löschen würde, hätte ich 2 Leerzeichen, das davor und das danach. Wenn ich ein Delete Inner Word mache, ist das genauso, weil er löscht nur das Wort, das Innere. Mit dem Äußeren nimmt er auch den äußeren Kontext. Das heißt, er löscht auch das Leerzeichen danach und es ist alles sauber. So, jetzt kannst du nochmal das T reinschreiben. Wir wollen es effizienter machen. Jetzt machst du Steuerung X, Steuerung P, weil wir wissen, in unserem Kontext, das kommt davor und dann ist es direkt da und ich kann weiterschreiben.
Und man merkt, das ist instant, weil er braucht nicht viel machen. Er guckt einfach nur die Wörter, die er gerade im Buffer hat und schlägt mir die entsprechend vor, passend an der Vorauswahl. Du kannst jetzt mit P und O, man sieht das hier unten, das ist in der lokalen Keyword Completion, mit Steuerung N und Steuerung P kann ich wieder nach oben und unten navigieren. In dem Fall brauchen wir das Steuerungszeichen, weil wir ansonsten halt die Eingabe weiterschreiben würden. Das heißt, in manchen Modis geht das nun mal nicht anders, als dass wir auch da ein Steuerungszeichen verwenden. Das wird aber so oft es geht verhindert. Genau, wenn wir jetzt, du kannst die Zeile gerne einfach mal löschen. Auch das geht sehr, sehr effizient. Es geht noch effizienter. Wir haben schon gelernt, D ist fürs Löschen. Es ist nur die Frage, wie lösche ich die ganze Zeile? Und zwar völlig egal, wo ich gerade bin. Wie hast du das jetzt gemacht? Zweimal D. Okay, du kennst den Wim schon? Nein, ich habe hier einen Tipp bekommen. Ah, okay. Also jemand, du kennst jemanden, der jemanden kennt, der Wim kennt. Genau. Genau, diese Operation, wenn ich irgendwas lösche, kopiere oder so, kann ich die einfach mal doppelt machen als Schnellkürze für die komplette Zeile. Das Gegenteil vom Löschen, was in Wahrheit immer ein Ausschneiden ist, man hat sich immer gefragt, warum soll ich irgendwas ausschneiden? Wim kennt nur Ausschneiden, der kennt kein Löschen. Da kommen wir gleich zu, wenn wir dann zu den Clipboards kommen, zur Zwischenablage. Ich kann aber auch Sachen kopieren. Das ist Y für Yank. Das heißt, auch da geht das. Ich kann auch da wieder diese Motions angeben, nur um ein Wort zu kopieren, bis zum Komma zu kopieren oder eine ganze Zeile zu kopieren. Dann lösche jetzt mal die aktuelle, lösche mal die Zeile da drunter bitte. Du weißt jetzt ja, wie es geht. Genau. Und jetzt gehst du nochmal hier in die leere Zeile. Drückst mal das A für Append. Und drückst einmal einen Tab, dass wir in der richtigen Einrückung sind. Und willst jetzt diese komplette Zeile wiederholen, wir nehmen es einfach mal an, wir schreiben das gerade, das zweite Argument existiert nicht, wir haben nur Arg 1 und Arg 2. Praktischerweise ist der einzige Unterschied eine Nummer, die um 1 erhöht ist. Wir wollen hier lernen und verstehen, wie der Wim funktioniert. Jetzt nutzen wir die Autocompletion, also Steuerung X. Nur diesmal eine andere, und zwar Steuerung L, weil wir wollen eigentlich die komplett gleiche Zeile haben mit einem Unterschied. Genau, das sind jetzt alle Zeilen, die wir in der Datei haben. Und das ist die, die gerade am besten passt. Jetzt haben wir die. Jetzt kannst du rausgehen, einfach wieder Escape drücken, wieder in den Normal Mode gehen. Gehst mal an Anfang der Zeile. Irgendeine Idee, wie das geht? Ne, im Moment bist du im Insert-Modus, genau. Wir fragen mal denjenigen, der reguläre Ausdrücke kann. Wie kommt man an den Anfang einer Zeile in Vim? Dachzeichen, genau. Drück mal das Dachzeichen. Das ist oben links. Neben der 1. Nee. Nee, nee. Einfach, wir bewegen uns nur. Kannst du noch mal eins runtergehen? Und jetzt an den Zeilen anfangen mit dem Dachzeichen. Das ist links neben der 1. Ja, aber US-Layouts müsst. Ah, Entschuldigung, stimmt gar nicht. Das ist Shift 6, glaube ich, ne? Genau, Entschuldigung. Genau, der Wim kann, versteht Zahlen, verstehen ist immer relativ. Also das Syntax-Highlighting passiert wie beim Sublime-Text und so mit regulären Ausdrücken. Aber er weiß schon, was eine Zahl ist. Das hat auch mit dem Highlighting nichts zu tun. Du kannst die 1 jetzt einfach um 1 erhöhen mit Steuerung A, meine ich. Drück mal Steuerung A. Genau, dann erhöht er die Zahl einfach. Wenn du jetzt 1 nach rechts gehst und wieder Steuerung A drückst oder den Punkt, dann erhöht er auch diese Zahl. Das heißt, ich habe an der Stelle ist das jetzt vielleicht noch nicht so wild, aber wenn man jetzt wirklich was hat, was hochgezählt wird, irgendein indexbasiertes Array oder so, dann kann ich im Prinzip immer sagen, wiederhol mal die letzte Zeile und zähl einfach eins hoch. Wiederhol die letzte Zeile, zähl eins hoch. Und das kombinieren mit dem Punkt-Command, da drückst du nur noch zwei Tasten. Und das macht dann schon Laune, weil dann fragt man sich, okay, warum bin ich eigentlich Entwickler geworden? Ich drücke hier nur zwei Tasten wie ein doofer Affe. Und dann fängt man an, andere Dinge zu optimieren, sich vielleicht einen Generator zu schreiben, weil man merkt, wie wiederkehrend langweilig diese Aufgabe vielleicht gerade ist. Hände hoch mal, wer was, und zwar was Neues. Das ist doch schon mal was. Sehr schön. Da sind einmal die Registerzeigen, um die Frage mit der Zwischenablage zu beantworten. Was passiert, wenn ich was einfügen will? Wim hat sogenannte Register eben. Und zwar nicht nur 1, nicht nur 2, nicht nur 24, sondern etliche. Weil Wim kennt unterschiedliche Arten von Registern.
Es gibt einmal die, die kann ich selbst belegen. Das sind die Buchstaben A, einmal das komplette Alphabet, also 24, einmal klein und einmal groß. Die kann ich völlig frei belegen. Ich kann beim Löschen sagen, leg das bitte ab im Register X oder Register Z oder Register T. Genauso, wenn ich was kopiere, kann ich das in einem bestimmten Register ablegen. Wenn ich nichts angebe, hat Vim immer so ein paar automatische Register, die mit bestimmten Operationen gefüllt werden. Das heißt, wenn ich einfach was lösche, ist das in doppelten Anführungszeichen Register. Man kann sich die auch anschauen. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Versautes drin. So sieht das dann aus. Man sieht hier unten schon, es gibt noch mehr. Das ist jetzt einfach das, was so beim Arbeiten an der Präse passiert ist. Man sieht, es gibt das doppelte Anführungszeichen, das ist das oberste. Die beginnen immer mit dem doppelten Anführungszeichen, das definiert quasi das Register. Und dann kommt der Identifier des Registers. Wie gesagt, das oberste doppelte Anführungszeichen ist immer das, was zuletzt gelöscht wurde oder kopiert wurde. Dann zählt er die letzten 10 immer durch, von 0 bis 9. Das heißt, ich habe automatisch, andere installieren sich dafür ein Plugin fürs Betriebssystem, dass man die letzte X-Einträge des Clipboards noch hat. Dann kommen die Buchstaben. Man sieht, ich habe hier ein bisschen rumgespielt. Das sieht teilweise ein bisschen bescheuert aus. Da kommen wir später zu. Das sind Makros. Auch die landen immer in einem Register. Was den tollen Vorteil hat, wenn ich irgendwas, Makros kennt man vielleicht von Excel. Ich zeichne auf, was ich mache. Das wird abgespeichert und ich kann es wiederholen. Dadurch, dass sie im Register sind, kann ich mir die Info rauspasten, bearbeiten, wieder in ein Register zurückpasten, kann so meine Makros einfach abspeichern, im Vim zum Beispiel, in meiner Config. Kann die später wieder laden, wenn ich wiederkehrende Sachen habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinem AST bin, dann habe ich einfach ein Makro, was mir eine Headline erzeugt. Ich habe eine Headline, darüber muss noch ein Anchor sein, damit ich die referenzieren kann. Das sind immer die wiederkehrenden gleichen Sachen. Dann mache ich mir dafür ein Makro. Makros können aber auch einfach mal kurz sein, wie zum Beispiel eine XML-Struktur in JSON verwandeln, eine XML-Struktur in PHP-Array verwandeln, wenn ich meinetwegen mal Übersetzung von einer XLIF-Datei zu einem nativen PHP-Array verwandle, dann ist das immer wieder das Gleiche. Dann mache ich das für einen einzigen Eintrag einmal, zeichne mir diese notwendigen Schritte auf und spiele die dann einfach 1000 Mal ab. Und wir haben ja gelernt beim Vim, ich kann ihm immer sagen, wie oft er was machen soll. Ich drücke da nicht 1000 Mal für das aus, sondern ich sage ihm 1000 Mal bitte dieses Makro ausführen. Und dann macht er das einmal kurz und das war's. Und wenn er sagt, okay, das ähnelt ja fast schon Programmieren, ich programmiere gerade meinen Texteditor, ja, und man kann den Vim auch als Prozess in seinen PHP-Code nutzen und kann damit Textverarbeitung machen, wenn man da Bock drauf hat. Genau, das ist dieses Konzept, was der Vim hat als Clipboard, sage ich mal. Die heißen eben Register und da landet ganz viel Zeug drin, teilweise automatisch. Und man kann das jetzt entsprechend so einstellen, dass auch das System-Clipboard geteilt wird. Das ist bei mir so eingestellt, dass das eben dieses oberste Clipboard ist. Das heißt, das ist das Gleiche, was in meinem Betriebssystem ist. Wenn ich jetzt also von Info und Steuerung C oder Command C mache, dann ist das automatisch befüllt und ich kann das Info einfügen. Das hängt dann aber, wie gesagt, von der Systemkonfiguration ab. Das ist erstmal standardmäßig alles Vim intern. Genauso hat er unten noch so ein paar Sonderzeichen, wie zum Beispiel den letzten Befehl, den ich ausgeführt habe. Ich glaube, das letzte, was ich eingefügt habe, das letzte, was ich wiederholt habe und so weiter, die kenne ich aber auch nicht alle auswendig. Also wer behauptet, er kennt alles vom Vim, da wäre ich ein bisschen skeptisch. Das halte ich für sehr gewagt. Dafür ist das einfach viel, viel zu viel. Genau, wir können das jetzt einfach mal versuchen. Das heißt, wir versuchen jetzt, die einfach nicht zu vervollständigen, sondern wir kopieren jetzt die Zeile einmal. Wenn er die Tastatur hat, kann die Zeile jetzt erstmal kopieren. Wenn er aufgepasst hat, ich habe ihm gesagt, wie es geht. Ansonsten kann er gerne heimlich die Tastatur weitergeben oder ehrlich sein und einmal kurz fragen. Ist ja keine Schande. Einmal kopieren. Wir sehen ja, was eingegeben wird. Wir können Mäuschen spielen. Es steht sogar hier unten. Genau, also das Y für Yang, für die Kopieranweisung. Da muss noch die Anweisung kommen, was kopiert werden soll. Ich nehme an, du hast das zweite Mal ein Y gedrückt. Dann kannst du die jetzt einfügen. Auch das steht hier mehr oder weniger sinnvoll. Du kannst einfach jetzt einmal ein P drücken für Paste. Das ist auch völlig egal wo, weil du hast eine komplette Zeile inklusive Zeilenumbruch kopiert. Das heißt, du kannst die einfügen. Und wir sehen, es ist nicht nur die Zeile, es ist noch eine Zeile mehr gewesen. Das heißt, ich vermute, dass vor dem zweiten Y, dass statt dem zweiten Y vielleicht eher der Cursor runter oder ein J gedrückt wurde. Damit ist die Anweisung eine andere. Y wäre ja diese Zeile kopieren. Wenn ich jetzt aber hier bin und sage Y runter, dann kopiert er die Zeile und die da drunter, weil ich ihm die Bewegung nach unten mitgebe. Das heißt, auch das kann ich wieder wild kombinieren. Ich kann sagen, kopiere den kompletten Abschnitt
kopiere die komplette Methode, kopiere alles innerhalb des Wortes, kopiere alles innerhalb von Klammern. Ich kann eine Condition komplett kopieren. Ich bin da extrem flexibel. Ich kann das mit diesem Find kombinieren. Kopiere bis zum nächsten Komma, bis zum nächsten Punkt. Ich kann, das ist eben das, was ich meinte, das exponentiell, was ich da lerne. Wenn ich einmal diese Bewegung gelernt habe und dann lerne, ach, das ist löschen, ach, das ist kopieren, kann ich das mit den Bewegungen alles wieder kombinieren. Wem das zu viel ist, haben wir WLAN? Ja. Sonst tessere ich mir schnell, es geht wahrscheinlich schneller. Großes Gehen, ne? Ja. Dann gehen wir schnell noch ins VPN. Sicher ist sicher. Ich habe es mir noch nicht so Ende angeschaut, deshalb hast du noch kein Feedback bekommen. Aber ich habe es schon aufgehabt. Ja, sehr schön. Ja. Na. Na, vielleicht geht's gleich. Was ich euch dann einmal zeigen würde, wäre ein Cheat-Sheet, also ein Spickzettel, der meiner Meinung nach der schönste ist, den ich bis jetzt hier gesehen habe. Die meisten sind hässlich, die meisten machen die mittlerweile auf GitHub einfach nur als Text untereinander. Das finde ich sehr, sehr unübersichtlich. Der ist aber sehr schön aufgebaut, der hat so ein Fadenkreuz, wo dann die Bewegungen vom Vim drauf sind. Und zwar von klein nach groß, das heißt, man hat wirklich, okay, nach oben gibt es diese Befehle, die bewegen sich nicht so weit, die bewegen sich immer weiter, ist gleich nach links, nach rechts, nach unten. Und auch dieses Vim Grammar, was eben dieser Ausdruck ist. Ich kann eine Zahl angeben, wie oft was passieren soll, dann was passieren soll und dann auf welchem Bereich das passieren soll. Eben zum Beispiel 5-mal nach unten oder 5-mal kopieren nach rechts. All das ist da wunderbar erklärt. Ja, egal. Kann ich gerne später nochmal rumschicken. Ansonsten, wen das interessiert, ich habe vor längerer Zeit für meinen Kollegen, der Vim damals lernen wollte, versucht, auf meiner Webseite einen Blogpost zu machen mit einer Linkliste von einsteigerfreundlich bis, okay, jetzt guck mal, was andere Leute an Konfigurationen haben, wo man sich quasi als erst auch den Vim-Tutor anschaut und dann Step-by-Step weitergehen kann. Und da ist das auch entsprechend mit bei. So, dann würde ich euch jetzt die Auswahl überlassen. Ich weiß gar nicht, bis wann ich darf. Wie viel Zeit ich habe. Noch eine halbe Stunde. Halbe Stunde, wunderbar. Dann dürft ihr euch einfach mal aussuchen. Also ich kann einmal kurz sagen, was ich vorbereitet habe. Und dann könntet ihr entscheiden, ob da was Sinnvolles bei ist. Dann machen wir das als nächstes. Oder ihr sagt, ich als Entwickler weiß genau, ich brauche das auf jeden Fall, sonst kann ich nicht leben. Wie geht das im Vim? Genau, das Erste, was ich noch vorbereitet hätte, wäre einmal, wie kann ich denn jetzt dieses Go-To-Definition, wie funktioniert das, wie ist das Konzept dahinter, wie kann ich das nutzen, wie hast du das gemacht, dass du auch in die Übersetzungen kommst oder in deine Partials. Das Nächste wäre Remote File Editing, das heißt, viele, behaupte ich mal, oder vermute ich, gehen auf den Server, ändern da eine Server-Config, eine Framework-Einstellung mit dem Nano oder mit dem Vim. Ich kann euch einmal zeigen, wie ihr das von lokal macht, damit ihr nicht auf jedem Server eure Settings haben müsst, sondern die lokal haben könnt, mit eurem Color Scheme, mit euren Zeilennummern, mit euren Makros dann entsprechend arbeiten könnt. Dann einmal die Vim.ac. Wir haben schon gesehen, ich kann Zeilennummern setzen, ich kann die relativ setzen. Was kann ich jetzt in meine Vim.ac, also die Config-Datei, schreiben, damit das auch persistent ist? Wie funktioniert das? Dann könnte ich einmal Makros zeigen, so ein bisschen erklären. Ich könnte erklären, was Buffer sind, also ein bisschen mehr noch zu der UI erklären. Was ist ein Buffer, was ist ein Fenster, was ist ein Tab? Wie sind so die Ideen bei Vim dahinter? Wie benutze ich das richtig? Ich mache nicht wie in meinem Storm oder meinem Sublime Text für jede Datei einen neuen Tab, sondern ich arbeite da ein bisschen anders. Wie kriege ich das Syntax-Highlighting an? Wie kann ich das selber beeinflussen? Das wäre noch eine Möglichkeit. Auto-Commands finde ich extrem spannend. Die nutze ich zum Beispiel bei Typo3-Projekten. Ich habe alle meine Caches immer an lokal. Aber nicht eher Datenbank, sondern Dateisystem. Wenn ich mit meinem Vim eine Sprachdatei bearbeite, dann löscht mein Vim mir einfach den Cache für die Sprachdateien. Ich lade es frontend neu und sehe die Änderung. Ich nehme an, Gleiches braucht man auch in anderen Frameworks. Ansonsten kann man damit auch automatisch Tests triggern oder Einstellungen übernehmen. Das könnte ich noch zeigen. Und sonst könnte ich ein bisschen Einblick in meine eigenen Workflows zeigen. Wie ist bei mir das Linting drin? Manch einer nutzt den Codesniffer oder einen CS-Fixer in der PHP-Welt. Ein JS-Linter oder sowas. Wie kriege ich das da eingebunden? Wie kann ich meine Tests innerhalb von meinem Vim ausführen? Das kann ich zeigen. Und wie kriege ich meinetwegen meine
irgendwelche Dokumente, die ich in AST schreibe oder so, daraus gerendert als PDF, fertig für den Kunden. Dann machen wir einmal eine Abstimmung. Wer interessiert sich dafür, die, dieses Go-To-Definition? Ja. Was ich jetzt vermisst habe, ich bin jetzt PHP-Entwickler und es gibt ja PHP-spezifische Sachen, also mach mir Getter und Setter zu einer Property. Oder ich nutze eine Klasse und füge mir das User oben ein. Genau. Dafür gibt es fertige Plugins, mehrere an der Zahl. Das Internet klappt, aber es liegt garantiert an mir, dass das Internet nicht vernünftig klappt. Nee, ich bin sogar raus aus dem VPN, also daran kann es eigentlich nicht liegen. Ha. Ist nur unser Server wieder down. Okay. Das hatten wir gestern um 4 Uhr schon, irgendein Speicherproblem. Genau, dafür gibt es Plugins. Ich benutze den Vim tatsächlich so lange, dass es da diese Plugins noch nicht unbedingt für gab. Für Getter Setter gibt es ähnlich wie beim Storm, wenn du willst, diese Smart Templates. Du kannst die aber auch auto-generieren lassen. Was ich für sowas gerne empfehle, ist PHP Actor. Das ist Vim-unabhängig. Das ist eine PHP-Library in PHP geschrieben auf der Kommandozeile, die Refactoring ermöglicht. Dadurch, dass sie auf der Kommandozeile ist, ich kenne jetzt kein sinnvolles Anwendungsbeispiel, kann ich aber Massen-Refactoring über Kommandozeile machen. Ich kann einfach mir eine Bash-Zeile machen und sagen, Namespace umbenennen, Klassen umbenennen, ab dafür und er macht das entsprechend über mein Projekt. Und dadurch, dass das ein Vim-Nutzer ist, hat er direkt eine fertige Implementierung für ein Vim über diese Library gemacht. Und damit kann ich all sowas auch direkt im Vim machen. Damit habe ich all das, was ich im Storm habe, lager mir jetzt eine Methode aus, benenne die Variable um, benenne die Klasse um und auch entsprechend diese Use-Statements und so weiter. All das gibt es da entsprechend. Das Schöne ist eben, es ist Vim-unabhängig, weil es ist einfach eine PHP-Library. Und ich kann daran selber mitwirken als PHP-Entwickler, weil es ist PHP. Ja, können wir uns anschauen. Ich nutze das, wie gesagt, nicht so viel. Das unterstützt nur Composer-Projekte, weil es den Composer-Autoloader nutzt, um die Struktur zu erkennen. Das nutzt nicht die Vim-nativen Features. Deshalb würde ich eigentlich, wenn es okay ist, gern vorher einmal das mit dem Go-To-Definition, wie es nativ im Vim ist, einmal erklären, weil das der eigentliche Weg ist, wie es in Vim funktioniert. Und dann würde ich das einmal erklären, wenn das okay ist. Beziehungsweise wollten ja eigentlich erst nur abstimmen, je nachdem, wie das bei euch anderen aussieht. Also das wäre jetzt der eine Vorschlag. Wer ist dafür? Einmal zu sehen, dieses PHP Actor. Okay. Wer ist für das Go-To-Definition, also nativen Vim-Weg? Wie kann ich einfach Definitionen, wie kann ich was definieren und entsprechend hinspringen? Okay. Wer ist dafür, dass ich Remote-Dateien bearbeiten kann? Also ihr macht das dann natürlich, nicht ich alles. Nicht so viele. Ihr bearbeitet lieber weiter auf dem Server. Okay. Genau, die Vim-AC. Wie kriege ich meinen Vim so konfiguriert und auch permanent konfiguriert, dass ich damit zurechtkomme? Wer ist daran interessiert? Einer. Ihr habt nicht vor, den Vim wirklich zu nutzen, merke ich, ja? Mir ist egal. Ich will nur wissen, wie ich ein bisschen Text bearbeiten kann und Server. Und das war's. Okay, gut. Dann brauche ich die Makros. Wahrscheinlich ist dann an Makros auch kein großes Interesse, oder? Ja, habe ich mir gedacht. Passt dann ja. An den Buffern seid ihr dann wahrscheinlich auch nicht großartig interessiert. Ne? Wer von euch bearbeitet denn die Dateien auf dem Server mit Vim und hat meistens nicht nur eine Datei, sondern meinetwegen die FPM-Pool-Datei und die Sites Configuration vom Apache or Nginx auf? Ich bearbeite allgemein Dateien mit Vim. Okay. Aber, okay. Auch nicht so viel. Warum sitzt ihr hier? Was erwartet ihr von mir? Okay. Dann zeige ich einmal kurz, wie das mit dem nativen Ding funktioniert und danach zeige ich einmal dann das PHP Actor. Vim selbst kommt ja aus einer Zeit, wo C sehr, sehr verbreitet war und es gab damals ein entsprechendes Tool, was eine Textdatei generiert hat. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Das wurde ein bisschen weiterentwickelt, das Original nicht mehr so. Es gibt jetzt andere, es gibt da zwei Forks von. Das am meisten genutzt ist das Universal C-Text. Das ist einfach ein kleines Programm, was man sich installieren kann, was eine Konfiguration entgegennimmt, Source Code parsed und daraus eine Datei generiert. Wenn man uns das mal für ein Typo 3 Example-Projekt anschaut, dann löschen wir die einmal, führen das einmal aus. Das wäre jetzt der Aufruf C-Text. Punkt, ich muss ihm halt angeben, für welches Verzeichnis er es machen soll. Das ist bei mir so konfiguriert, dass er es rekursiv machen soll. Dann muss ich mich irgendwann mal darum kümmern, dass da teilweise so ein bisschen Fehlerausgabe kommt.
Und dann ist er schon durch für das komplette Projekt. Das, was beim Storm je nach Rechner immer ewig dauert, hat er jetzt hier gerade mal eben schnell gemacht. Und zwar für alles, was ich konfiguriert habe. Wenn man sich das anschaut, gibt es oben so ein paar Meta-Infos, wie ist das Format und so weiter. Und dann gibt es die einzelnen Tags, die einzelnen Punkte, die irgendeine Bedeutung in meinem Quellcode haben. Das sind die Sachen, die jeweils blau sind. Danach kommt, das sieht man lila, die Datei, in der dieser Tag drin ist. Dann kommt ein regulärer Ausdruck, da kommen wir später zu. Der ist hier jetzt noch relativ simpel. Kann ich die Bedeutung gleich aber gerne erklären. Dann, was für eine Art ist das denn? Ist das ein Kommentar? Ist das, haben wir noch was anderes? Ist das eine Sektion? Das ist aus unserem Restructured Text. Ist das eine Methode? Ist das ein Namespace? Ist das eine Variable, eine Konstante? Dann noch die Sprache. Ist das XML, AST, PHP? Welche Sprache ist das? Und die Role, muss ich tatsächlich sagen, weiß ich nicht genau, was das ist. Das Nette ist, das ist komplett unabhängig erstmal vom Vim. Das ist einfach ein Programm, was diese Datei erzeugt, die einem bestimmten Format und Aufbau folgt, mit denen andere Programme, wenn man in der Linux-Welt unterwegs ist, dann entsprechend arbeiten können. Man kann es in Vim entsprechend einstellen, dass er diese Datei nutzt. Und wenn ich jetzt sagen will, okay, ich will, zu dem hatten wir eben schon den TypoScript Frontend Controller, dann kann ich unten sowas eingeben wie tselect. Das T steht für Tag. Wir haben ja eine Tag-Datei, das sind alles Tags. Und Select, ich möchte zu einem bestimmten gehen, ich möchte eins auswählen. Habe ich das mit dem NeoVim geöffnet? Nein. Also ich persönlich nutze seit mittlerweile 2 Jahren den NeoVim. Die Leute haben gesagt, historisch, okay, der Vim, das ist eine Person, die da die Oberhand hat. Der Bram, wenn der nicht mehr ist, dann läuft da nichts mehr. Das Ding ist völlig veraltet, das unterstützt noch DOS-Versionen, hat da Quellcode für. Wir machen das ganze Ding mal erstmal ein bisschen schlanker und fangen dann mal an, neue tolle Sachen zu machen. Die haben auch weitere Konzepte eben drin, dass der Vim unabhängig von der GUI ist, also MVC mehr oder weniger, und haben dadurch geschaffen, dass es mittlerweile, wer weiß, wie viele Desktop-Clients gibt, die in Python geschrieben sind, in Qt geschrieben sind, in JavaScript und so weiter geschrieben sind. Das heißt, da kann man sich auch beteiligen, selber was schreiben, weil es eben voneinander entkoppelt ist. Und er hatte teilweise noch als einziger Editor, oder im Gegensatz zu Vim, noch die Möglichkeit, dass er asynchron war. Vim war immer synchron, wobei Vim seit der Version 8 auch asynchron ist und Job Control und so weiter hat. Aber es interessiert euch, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, nicht so sehr. Ihr wollt nur Text bearbeiten. Genau, wenn ich jetzt dieses T-Select schreibe, kann ich eben zu einem Tag springen. Bei mir ist dann auch die Autocompletion an. Das heißt, wenn ich hier Typo schreibe, dann kriege ich hier die komplette Autocompletion. Und wenn ich jetzt den Typo-Skript, dann habe ich hier extrem viel. Klar, weil er keinen großen Kontext hat. Ich gebe ihm einfach nur den Klassennamen an. Dann sagt er mir, weil ich tselect genutzt habe, auch da gibt es unterschiedliche Kürze. Bei tselect will ich halt selber vorher nochmal eine Auswahl haben. Dann kriege ich hier entsprechend diese Auflistung mit den Tags, die zur Verfügung stehen. An der Stelle ist es jetzt nur einer, es könnten aber auch 2, 3 sein, weil die Konstante mehrfach in meinem Projekt definiert ist. Dann sagt er mir einmal die Nummer, dann auch wieder, ist das eine Klasse, Namespace, was auch immer, dann einmal eben diesen Tag-Ausdruck und dann die gleichen Infos, die wir eben schon hatten. Und hat hier halt auch den Scope, also in welchem Namespace befindet sich der. In dem Fall, weil es jetzt eine PHP-Klasse ist, welche Interfaces implementiert der. All das kriege ich schon angezeigt und ich kriege auch die Zeile schon angezeigt, in der dieser Tag ist, wo ich gleich hinspringen würde. Und jetzt kann ich die entsprechend auswählen und kann da hinspringen. Dann bin ich direkt an der Stelle. Das Nette ist, JetBrains stellt, damit die selber eine Autocompletion für die nativen PHP-Sachen haben, komplettes Repository auf GitHub zur Verfügung mit validem PHP-Code, mit den PHP-Docs der nativen PHP-Funktionen, also sowas wie Date, Format und so weiter. Die kann man wunderbar einfach in Vim reinknallen, C-Text drüber laufen lassen, Vim sagen, guck bitte in der Textdatei und der projektspezifischen, dann hat man genau das Gleiche auch für die nativen PHP-Funktionen. Braucht nicht auf php.net nachschauen, sondern kann seinem Editor sagen, zeig mir mal den Tag strip oder sonst was an, String Format Time, und kann sich den ganz normal in seinem Editor anzeigen. Das heißt, wenn wir das einmal machen, tselect String Format Time, dann sehen wir das hier auch wieder und wir sehen, okay, ich habe in meinem Heimverzeichnis einen Dotfiles-Ordner, einen Vim, Bundle, PHP, Storm, Stubs. Da gibt es eine Date-Datei drin, ich kriege die Signatur schon fertig angezeigt, kann da entsprechend hinspringen. Das sind eben genau diese Dateien, die JetBrains gratis auf GitHub zur Verfügung stellt.
die man dann entsprechend nutzen kann, wo dann eben die Signaturen sind, der PHP-Doc vom PHP-Net. Und so habe ich eben auch die Autocompletion über die komplette PHP-API. Kann mir die selber anpassen, wenn mir da irgendwas nicht passt, kann man einfach einen Pull-Request stellen, habe eine Autocompletion, kann nachschlagen und habe das alles an der Hand. So, aber viel interessanter ist jetzt, ich bin ja irgendwo im Code und möchte jetzt an die entsprechende Stelle. Man sieht, das ist noch einer der älteren Teile im Typo 3. Relativ groß. Sagen wir mal, wir wollen jetzt hier, wir sind in dem Prozess, wo Typo 3 versucht, anhand der URL zu erkennen, welche Seiten-ID das dann in meinem System ist. Das passiert in dieser Determine-ID-Methode. Und wir wollen jetzt in diese Fetch-ID-Methode reinspringen. Wir haben keine Ahnung, wo die ist. Wir sehen nur anhand von Sys, die ist entweder in der Klasse. Und dadurch, dass wir wissen, es implementiert nur ein Interface und keine andere Klasse, muss es irgendwo in dieser Datei sein. Dann kann jetzt derjenige, der die Tastatur hat, einmal versuchen, da hinzuspringen. Du kannst aber gerne nochmal die Hilfe aufmachen einfach, weil die Hilfe dir direkt am Anfang, hatten wir eben schon mal kurz, einmal zeigt, wie das funktioniert, weil man genau so auch durch die Hilfe navigiert, weil die Hilfe selbst auch diese Tags nutzt. Dann ist direkt hier dieses Jump to Subject, erklärt dir genau, wie das funktioniert. Jetzt musst du natürlich irgendwie wieder nach da unten kommen. Hast du schon gemacht, okay? Nee, noch nicht. Genau, da ist jetzt natürlich die Frage, jetzt muss ich euch die Buffer doch erklären, kommt ihr nicht dran vorbei. Ich habe jetzt hier zwei Fenster auf. Einmal oben das mit der Hilfe und einmal unten das mit meinem Editor. Dazwischen kann und will ich navigieren. In dem Fall sind das sogenannte Fenster. Jedes dieser Fenster hat immer diese Statuszeile, die da drunter ist. Die ist bei mir so ein bisschen zurecht konfiguriert schon. Und wie kann ich mit Fenstern interagieren? In dem Fall mit Steuerung W als Präfix. Weil ich bin im normalen Modus, ich navigiere zwischen diesen Fenstern hin und her. Und um Fensternavigation zu starten, drücke ich Steuerung W. Das heißt, genau, und dann hast du was gedrückt? Und einfach nur zweimal. Genau. Wenn man es zweimal macht, dann toggelt man einfach zwischen den letzten beiden Ansichten hin und her. Jetzt könnte man aber sagen, okay, man hat irgendwann so ein Layout, weil man hat mehr Sachen auf, man braucht ein bisschen mehr Kontext. Dann wird das eventuell schwierig, von da nach da zu kommen, wenn man gerade zwischen denen navigiert hat. Das passiert unheimlich schnell, gerade beim Debugging. Weil man will vielleicht seinen eigenen Kontext noch haben im Kopf, dann hat man ihn meinetwegen oben links, dann hat man hier aber kurz ein Framework, hat hier unten vielleicht noch seinen Test. Das passiert zumindest mir unheimlich schnell. Dann braucht man nichts lernen, außer dieses Präfix Steuerung W zum Navigieren, weil wie wir navigieren, haben wir ja schon gelernt. Ich kann mit den Cursor-Tasten navigieren, ich kann mit HJKL navigieren und genau das Gleiche kann ich dann entsprechend wieder kombinieren. Ich brauche wieder nur ein einziges Kürzel lernen und kann wieder eine komplette Komponente damit steuern. Das heißt, wenn du jetzt im Moment hier bist und du willst in dieses linke Fenster, wie machst du das? Nee, du hast jetzt A gedrückt. Genau, ganz genau. So, jetzt kommst du vielleicht noch auf die Idee, mir passt gerade das Layout nicht, weil ich im Kopf anders habe. Ich hätte das Ding gerne rechts, das aktuelle Fenster. Dann brauchst du auch nicht viel mehr lernen, außer dass die Cursor jetzt nicht das Geilste sind, weil die haben keinen Shift und so weiter, sondern dass du die Buchstaben nutzt, HJKL, weil die haben wieder mit Shift die Möglichkeit, den Modus zu verändern. Das heißt, du kannst, wenn du Steuerung W und dann den Grußbuchstaben machst, die Sachen entsprechend nicht hin und her navigieren, sondern das ganze Fenster navigieren. Du kannst dir so deine Layouts wieder beliebig zusammenklicken und dein Layout verändern. Genau. So, aber jetzt zurück. Du kannst das hier mal schließen, nur das hier unten. Da wissen wir ja schon, wie es geht. Weil das Doppelpunkt Q beendet nicht den Vim, das beendet das aktuelle Fenster. Nur der Vim ist scheinbar so eingestellt, wenn kein Fenster mehr da ist, beendet er sich einfach. Das heißt, einmal Escape drücken, weil du bist gerade im Visual Block. Geht nicht, muss gehen, dann sitzt du zu weit weg. Gerade eben ging es ja auch noch. Dann drück mal Steuerung C, okay, genau. Und dann einfach Doppelpunkt Q entsprechend, um das halt zu beenden für Quit. Wenn das auch nicht geht, dann reicht mal eine Reihe nach vorne. Geht aber, nee, ja, genau. Genau, das heißt, ein Q beendet eigentlich das aktuelle Fenster, nicht den Vim.
Genau, dann gehst du jetzt einfach eins nach unten, dass wir wieder auf der Methode sind. Und dann navigierst du zu der Definition. Die Hilfe steht oben rechts leicht abgeschnitten mittlerweile. Du kannst alternativ, wenn du die Hilfe brauchst, auch nochmal in das Fenster oben links navigieren und das schließen, damit du die vollständige Hilfe hast, die dir sagt, welche Tasten du drücken musst. Genau. Na, also diese Zeile hier ist die entsprechend wichtige. Einfach den Cursor irgendwo auf dem Tag haben, wie zum Beispiel in der Methode, und dann entsprechend diese Taste da drücken, Steuerung und die entsprechende eckige Klammer, öffnende Klammer, und dann springt man zu der entsprechenden Definition. Genau. Und das Schöne ist eben, der Vim selber, der braucht überhaupt keine Ahnung haben. Der nimmt einfach diese Textdatei, die wieder ein anderes Programm erzeugt. Das ist diese Unix-Philosophie. Jeder macht ein Ding und das möglichst gut. Und das Schöne ist, die kann ich beliebig trainieren, die kann ich beliebig konfigurieren. Ich gebe da einfach nur einen kleinen Einblick einmal. So sieht die bei mir aus. Die ignoriert halt ein paar Dateien, die man nicht braucht. Die Store-Dateien, ich habe früher auch Mac genutzt, ist halt rekursiv, maximal bis zur 20. Ebene, sonst ist irgendwas komisch. Ignoriert so ein paar Typo-3-spezifische Sachen, die ich nicht brauche. Konfiguriert dann PHP noch ein bisschen. Und definiert mir hier zum Beispiel für die xlift-Dateien, was ein Sprachformat ist, was Typo-3 zum Beispiel nutzt, einfach reguläre Ausdrücke. Meine sind nicht toll, tut es aber ausreichend genug für mich. Einmal Kommentare, weil es XML ist, und einmal die IDs von den entsprechenden Übersetzungseinträgen tatsächlich. Und dadurch, dass ich diese dann entsprechend drin habe, kann ich einfach aus meinem Template sagen, geh bitte auf diesen Übersetzungsidentifier, und der springt direkt zu dem Identifier in der xlift-Datei. Und da brauche ich keinen Java für können oder sonst irgendwas. Ich schreibe einen regulären Ausdruck und bin fertig mit der Sache. Weil alle anderen Tools kommen wunderbar miteinander zurecht. Und ich kann mir Sprungmarken definieren, für was auch immer mir gerade in den Sinn kommt, was für mich Sinn macht. Für meine VHost-Dateien meinetwegen, was ich hier zum Beispiel habe. Das heißt, ich kann meiner VHost-Datei einfach dahin springen. Da sagt man jetzt, okay, du hast ja nirgends die Verwendung davon. Ist richtig. Es gibt aber, wenn wir jetzt mal so eine xlift-Datei aufmachen, hier sind wir. Auch da wieder noch weitere Plugins für. Das heißt, ich habe eins, das heißt Control-P. Das macht eigentlich nichts anderes, als mir hier oben diese UI zur Verfügung stellen über Tastenkürzel, womit ich irgendwo hinspringen kann. Das kann ich befüllen, wieder frei nach meinem Gusto. Standardmäßig nimmt es die einzelnen Buffer, also mehr oder weniger offene Dateien, oder auch die Tags aus dem aktuellen Buffer. Bedient sich wieder bei diesem gleichen Prinzip und zeigt mir jetzt einfach alle Tags an, die in dieser Datei sind. Und damit kann ich jetzt einfach zu der Übersetzungsdatei springen, zum Beispiel Order Confirm. Und mir ist völlig egal, wo die ist. Und das Gleiche, das kennt man aus den IDEs, ist dieser Navigator, befüllt sich auch wieder aus dieser Textdatei. Das heißt, auch da habe ich das Gleiche wie bei meinen IDEs. Ich kann mir anzeigen lassen, was gibt es denn in dieser Datei. Und das kann ich wieder frei konfigurieren, sagen, zeig mir keine Konstanten, zeig mir keine Eigenschaften, zeig mir keine Interfaces, zeig mir aber meine Methoden, zeig mir nur öffentliche Methoden, all das kann ich machen. Und das ist wieder ein und das gleiche Ding, das baut wie auf die Textdatei auf, das funktioniert für mein PHP, für mein Python, für mein Java, für mein xlift, für meine Templates, für meine AST-Dateien. Und ich brauche nur eine einzige Sache lernen, die wieder für alles zusammen funktioniert. Genau. So, dann versprochen der PHP-Actor. Das ist mein Problem tatsächlich, dass ich den nicht allzu sehr nutze. Ich zeige einmal die Webseite von dem netten Herrn. Wenn man sich allein die Refactoring-Möglichkeiten einmal anschaut, das ist alles das, was allein unter Refactoring für ihn fällt. Der kann zum Beispiel deinen Konstruktor vervollständigen, müssen wir uns gleich einmal anschauen, was das genau bedeutet. Der kann zum Beispiel auch das, was du vom Storm kennst, implementieren wir mal meine Interfaces. Ich habe oben Implements dran stehen, baue mir schon mal die Methoden rein, die ich implementieren muss. Der kann dir die Klassen importieren, der kann Methoden überschreiben, das heißt, du sagst ihm, überschreib eine Methode, er fragt dann, welche denn, die sind alle definiert. Dann wählst du die entsprechend aus.
der kann aus seiner aktuellen Klassendefinition Interface extrahieren, dass du sagst, okay, ja, das soll jetzt aber allgemeingültig sein, dann baut er dir eben dein Interface daraus. Und eben diese ganzen Sachen, die ich eben schon erwähnt habe, benenne mal eine Variable um, baue mir daraus mal eine Methode. All das kann der entsprechend. Auf der Kommandozeile sieht das dann entsprechend so aus. Man gibt ihm dann entsprechend an, was er machen soll, gibt ihm dann die entsprechende Datei an und dann entsprechend das, was er davon genau ausführen soll. Im Vim gibt es dafür entsprechende Commands. Diesen Doppelpunkt haben wir eben schon gelernt. Der führt immer einen Befehl aus, zum Beispiel eine Option setzen oder eine Funktion ausführen. Das leite ich mal mit dem Call an und dann dem Funktionscall. Er hat zusätzlich noch ein Kontextmenü, das kann man sich auf eine Tastenkürzel legen. Das heißt, ich sage im Vim, wenn ich irgendwo bin, Komma irgendwas, dann kommt das Kontextmenü abhängig von dem Kontext, in dem ich mich gerade befinde und schlägt mir all das vor. Das willst du jetzt wahrscheinlich auch einmal sehen. So, das muss ich tatsächlich nochmal wissen. Genau, bei mir ist Komma A, also dieses Komma, es gibt einen Leader-Key bei Vim. Ich kann dadurch, dass ja viele Tastenkürzel schon belegt sind, kann ich mir für mich selber einen Präfix definieren, das ist der sogenannte Leader-Key. Viele legen die auf die Leertaste, ich habe den auf der Komma-Taste. Das ist quasi der eigene Namespace. Und ich versuche die dann halt möglichst passend zu nennen. A ist für PHP Actor, das heißt Komma A öffnet mir dann hier, man sieht das, was ausgeführt wurde, das Kontextmenü. Und ich bin gerade in der entsprechenden Methode oder auf der entsprechenden Methode und habe jetzt hier die Möglichkeit zu sagen, was möchte ich denn jetzt machen. Auch der hat nochmal dieses Go-To-Definition, baut das selber ein anhand von Composer. Ich kann jetzt eine Methode generieren, Referenzen finden, was der Storm ja auch kann. Zeig mal, wo das überall genutzt wird. Oder auch die Referenzen davon entsprechend ersetzen. Wenn ich jetzt einen Bereich auswähle, hoffe ich, dass das auch geht. Dann geht das nicht. Wenn ich einen Bereich auswähle, muss ich den Befehl, glaube ich, selber einfügen für dieses Extract to Method und so weiter. Dann geht das nicht über das Kontextmenü. Genau. Habt ihr sonst noch Wünsche? Irgendwas? Ja. Mit dem Debugging, wunderbar. Es gibt ja Xdebug. Das nutze ich auch ganz normal. Für den Vim gibt es dann auch eine Implementierung, die nicht mal Xdebug-spezifisch ist, sondern einfach das Protokoll, das GDBP unterstützt. Das heißt nativ auch direkt Python, Ruby und andere, die das Protokoll haben. Ich zeige das einmal. Ich könnte es wahrscheinlich ähnlich machen wie beim Storm, dass ich direkt mir ein Tastenkürzel mache, was mir die URL aufruft mit dem Cookie oder dem GET-Parameter dran. Ich persönlich bin aber eh immer auf der Webseite unterwegs und mir fällt dann ein, das willst du jetzt debuggen. Deshalb mache ich das über diese Browser-Erweiterung, die aber nicht immer vernünftig sichtbar ist, die vielleicht andere von euch auch schon kennen. Hier oben rechts die, wo ich sagen kann, in welchen Modus ich denn Xdebug jetzt gerne versetzen würde, entweder in den Debugger und ins Profiling. Wenn ich zum Beispiel jetzt dann eben die Performance analysieren will, wo dauert es denn lange, wo ist viel Speicherbedarf, aktiviere das damit entsprechend, brauche jetzt natürlich noch einen Breakpoint. Wir haben da jetzt nichts groß Besonderes, ich gehe einfach mal in die Index.php und mache mir hier einen Breakpoint. Da gibt es zwei Arten, ich habe ein Jahr lang Flow als Framework genutzt, was ein Pre-Compiling des PHP-Codes macht, also ein Breakpoint ohne den Proxy, den es dafür gibt, ziemlich sinnfrei, weil der Code ist nicht der, der ausgeführt wird. Das ist der, der ich schreibe und der wird kompiliert. Deshalb habe ich mir in der Zeit, also den Breakpoint setze ich mit Doppelpunkt Breakpoint. Also man kann auch eigene Commands schreiben, in dem Fall ist jetzt durch dieses V-Debug-Plugin definiert. Aber ich habe mir dann einfach tatsächlich angewöhnt, Xdebug-Break zu schreiben. Über so ein Live-Template oder wie das bei PHP Storm heißt, über so ein Snippet. Erstens kann ich danach wunderbar schnell einfach wieder suchen und die wegmachen. Gut, das andere wäre in der UI, wo ich die wieder wegmachen könnte. Aber weil es bei Flow eben ohne Proxy nicht möglich wäre, sonst an der Stelle zu debuggen, dann müsste ich ins kompilierte PHP gehen. Das ist einfach hängen geblieben. Dann kann ich den starten. Bei mir ist das .db, das ist einfach zurecht konfiguriert. Das kann sich dann jeder konfigurieren, wie er will. Bei mir ist eben db wegen Debugging. Jetzt sagt er hier unten auch schon, ich warte jetzt gerade auf die einkommende Verbindung. Ich warte maximal 60 Sekunden, das kann man wieder einstellen. Und mit STRG C, wie man es kennt, kann man das auch beenden. Und wenn ich jetzt im Frontend neu lade, dann mache ich das hier mal ein bisschen größer, dass man das ein bisschen besser erkennen kann.
dann habe ich das ähnlich wie in meinen klassischen IDEs, nur dass da die Ansichten meistens unten sind und erstmal klar und ich ein bisschen größer ziehen muss. Ich habe links einmal meine Code-Ansicht, sehe an dem roten Pfeil, hier bist du gerade, da habe ich angehalten. Hier rechts ist so ein bisschen unwichtiger Kram, auf welchem Port der gerade ist, in welchem Status der gerade ist, alles unwichtig. Dann habe ich hier einmal den Stack Trace. Gut, ich bin jetzt gerade in der Index.php, da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Und hier oben habe ich dann mein Watch Area, wo ich selber User Defined Constants, Super Globals und die lokalen Variablen habe. Ich kann noch Watch Expressions hinzufügen. Man sieht hier unten auch jeweils an den Fenstern, was da drin ist, Debugger Watch, Stack und Status. Und kann jetzt auch mit Tastenkürzeln entsprechend sagen, geh mal rein, geh mal drüber und kann das entsprechend ganz normal debuggen, wie man das so kennt. Ich kann auch ein V-Debug Evil machen, um PHP-Code, wie man es kennt, auszuführen, mir das Ergebnis darstellen zu lassen. Gucken wir mal, gibt es hier irgendwas Spannendes? Ich mache jetzt einfach mal V-Debug Evaluate und nur den Alias or Class nehmen. Der ist null, das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Ja. Ah, genau. Das heißt, da kann ich jetzt natürlich auch so etwas wie ein Substring vor Ort einmal kurz ausprobieren und schauen, bis ich da entsprechend an der Stelle bin. Also das ist überhaupt kein Problem. Ja. Der Nerdtree, kannst du den vielleicht mal so ein bisschen erklären? Genau. Genau, also Vim selber hat schon, Vim selbst kommt auch schon mit 2, 3, 4 Plugins mit. Eins auch, was Dateien oder Ordner öffnen kann. Das heißt, wenn ich nvim oder vim auf einen Ordner ausführe, dann kriege ich standardmäßig diese Ansicht hier. Oben links sieht man dieses netrw Directory Listing. Da oben rechts auch netrw v156. Das ist das native Plugin für Ordner, für die Dateistruktur bei Vim. Mit dem kann ich auch die Remote-Dateien bearbeiten. Das implementiert, dass ich SCP und so weiter nutzen kann zum Öffnen von Dateien. Und dann stehen da auch so ein bisschen die Hilfen, wie man das alles machen kann, wie man löschen kann, sortieren kann und so. Das Ding hat einige Bugs und ist auch nicht so benutzerintuitiv. Deshalb gibt es da auch mehrere Plugins. Eines der beliebtesten, das, was ich auch nutze, ist von Tim Pope, einem der größten, sage ich mal, kaum einen, der mehr Plugins hat. Das ist halt der Nerdtree. Der funktioniert im Prinzip so, wie man es von jedem Editor, jeder IDE kennt. Ich habe links einfach meinen Dateibrowser oder rechts, je nachdem, wie es mir gerade besser passt. Kann dadurch, dass das wieder Vim ist, mich ganz normal bewegen, kann ans Ende springen, an Anfang springen, kann eine Datei öffnen, ich kann auch einfach rekursiv öffnen, kann entsprechend wieder löschen. Ich kann, wenn ich M drücke, kriege ich unten ein Fenster nach dem Motto Modify, was willst du denn machen? Willst du was Neues hinzufügen? Willst du die verschieben, löschen, kopieren oder auflisten? Und kann die dann auch entsprechend einfach bearbeiten. Kann den natürlich auch zuklappen, aufklappen, wie ich lustig bin. Und auch mit entsprechenden Kürzeln, wie man das von anderen Editoren auch kennt, einfach direkt zur entsprechenden Datei hinspringen im Nerdtree. Braucht man eigentlich nur installieren, vielleicht noch ein bisschen am Geschmack zu konfigurieren. Und ansonsten ist es eben Fenster, wie es eben hinten schon verstanden wurde. Ich kann rechts und links hin und her springen. Ich kann mich mit Normal Mode bewegen. Nur, dass die Zeilen quasi eine Bedeutung haben, weil die mein Dateisystem sind und nicht einfach Code sind. Genau. Sonst noch Fragen? Was würdet ihr vermissen? Was glaubt ihr, was der Vim nicht kann? Nichts. Ja? Ja, ersetzen ist bei mir so ein Problem, weil reguläre Ausdrücke und so weiter. Deshalb mache ich das im Vim nicht mit Suchen und Ersetzen. Ich suche auch ganz normal. Wer hat gerade die Tastatur? Der macht das jetzt einmal. Wunderbar. Vielleicht nicht unbedingt in den Dateien. Wie ist denn das Standardzeichen für einen regulären Ausdruck, um den anzufangen in PHP? Weiß das keiner? Nee, das Sonderzeichen, um einen regulären Ausdruck anzufangen in PHP, also um den zu trennen, was man am Anfang schreibt oder auch in JavaScript. Ein Slash, genau. Wie wäre denn dann wahrscheinlich wohl die Suche im Vim? Auch ein Slash, genau. Das heißt, einmal bitte einfach ein Slash machen. Das ist die unten rechts neben der Shift-Taste. Genau, und jetzt kannst du mal schreiben, zum Beispiel Arc 1.
Nee, Arg 1, also dieses Argument 1. Einfach löschen, genau. Arg 1, genau, dann drückst du mal Enter. Genau. Dann springt er jetzt zum nächsten. Wir waren hier irgendwo und highlightet mir die auch. Dass er die highlightet, ist hier eine Einstellungssache. Man kann auch einstellen, dass er die beim Schreiben schon anfängt zu highlighten, ist ab einer gewissen Größe und so weiter vielleicht nicht ganz so ideal. Und jetzt kann ich zwischen denen auch hin und her springen mit N und P für Next und Previews. Kannst du einfach mal machen, zwischen denen hin und her springen, genau. So komme ich zumindest schon mal zu den Treffern. Man kann die jetzt auch ersetzen. Ich glaube, mit Doppelpunkt S für Substitution und so weiter muss man halt reguläre Ausdrücke können, mit Dollar, das sind Capture Groups und so weiter. Das lernen wir nachher alles. Ich kann das nicht. Mir ist das auch suspekt, weil ich es nicht verstehe und da auch zu doof für bin. Deshalb nutze ich da an der Stelle die Makros. Wenn ich jetzt überall dieses Arg 1 ersetzen wollen würde, durch was Sinnvolleres. Oder meinetwegen, wir haben jetzt die Konvention, wir schreiben jetzt Variablen aus. Das heißt nicht Arg 1, sondern Argument 1. Dann bin ich jetzt an irgendeiner Stelle, in dem Fall hier, würde CGN machen. C steht für Change. Das GN ist wieder so ein Wort für den aktuellen Treffer. Du kannst einfach mal CGN schreiben. Genau, dann sieht man schon, das ist jetzt weg. Wir sind im Insert-Modus, können jetzt losschreiben. Schreib mal Argument 1. Eins noch? Klappt die Eins nicht? Genau, dann kannst du Escape drücken, weil wir mit der Bearbeitung fertig sind. Brauchen nicht mehr Insert-Modus. Jetzt kannst du N drücken für das nächste Ergebnis. Und dann kommt jetzt der tolle Punkt für den Roland, weil du wiederholst jetzt einfach die Änderung. Und das Schöne ist, dass CGN beinhaltet schon, okay, den nächsten Treffer. Das heißt, du kannst einfach den Punkt jetzt einfach mal gedrückt halten. Einfach tatsächlich gedrückt halten. Für jedes Mal drücken ersetzt er halt jetzt, führt er halt diese Operation, das den nächsten Treffer ersetzen, durch das entsprechend aus. Das ist so mein stumpfes Suchen ersetzen. Jetzt hast du aber teilweise tatsächlich kompliziertere Sachen. Ich habe mir jetzt gestern was zusammengebaut, um mehr PHP-Tests auszuführen, das Ergebnis in der Datei zu schreiben, damit ich den initialen State abgedeckt habe. Und da drin ist aber die Ausgabe von PHP Unit mit dem Plus, mit dem Kram da drüber, da drunter. In dem Fall sage ich ihm halt für den PHP Unit Test aus, für diesen einen Test schreibt das Ergebnis in die Datei, öffnet danach die Datei mit dem Vim, zeichne mit dem Vim einmal das Makro auf, was diese Änderungen alle durchführt. Damit endet, dass ich noch den Zeilenumbruch, der am Ende ja auch ausgegeben wird, suche und ersetze. Lasse das dann einmal ausführen, halt danach nur noch Punkt gedrückt, bis ich wahnsinnig werde, schließe danach die Datei, der führt automatisch den nächsten Test aus, macht das Gleiche, ich wiederhole das Makro, der bereinigt, ich halt wieder Punkt gedrückt und bin durch und habe so dann 100 Tests innerhalb von ein paar Minuten fertig, die den aktuellen Zustand eines Systems abbilden. Und das sind eben genau diese Gründe, warum ich den Vim so toll finde als alltagstauglichen Editor, weil der einfach unglaublich effizient dabei ist, mir Arbeit abzunehmen. Ich brauche irgendwann nicht mehr viel nachdenken und kann damit einfach Massenbearbeitung machen. Genau. Du stehst da so, als wäre die Zeit rum. Nur um noch näher an dir ranzukommen. Aber OMIZSH hat auf jeden Fall auch das Vim als Plugin. Da könnt ihr, wenn ihr auf der Command-Line halt seid und irgendwie eure Run-Commands von Unit-Tests oder sonstigen eben halt, da könnt ihr auch genauso mit B zurückspringen, C wie Wörter ersetzen oder ein DW, dass das Wort deleted wird oder halt mehrere Wörter deleten. Also es ist ja irgendwie bei Vim ist auch genauso wie Schwimmen, das lernst du halt nicht an Land, sondern im Wasser. Ja, und immer wenn du eben halt irgendwie reinkommst in diesen Vim-Mode, du kannst Vim auf jeden Fall auch als Mode in PHP Storm nutzen, dass man eben halt einfach irgendwie diese Replacements von Wörtern machen auf jeden Fall schon Spaß. Das Konzept von Vim ist spannend, ob man das jetzt direkt als eigene IDE, da sehe ich mich auf jeden Fall auch nicht, dass ich das so schnell einsetze. Aber wenn man da eben halt ein bisschen mit umgeht, wir haben auch immer viel mit DevOps und Admins zu tun, die natürlich auf die Entwickler immer so ein bisschen runtergucken, ja. Und wenn man dann eben halt irgendwie auf einem Server ist und irgendwas halt mit Vim kann und wenn es eben halt nur ein Replacement innerhalb von Hochkommas ist oder was einfach so ein CI und dann halt ein Hochkomma, damit machst du das Correct Inside der Hochkommas halt, dann kriegt man da schon so eine leichte Anerkennung von denen, ja. Und die nehmen einen auch wieder ernster und das ist einfach auch, hält die Birne fit. Ja, vielen Dank erstmal, Daniel, für die gute Präsentation hier.
Wenn ich noch kurz darf, um genau darauf anzugehen, klar. Du kannst eben in der ZSH nutzen, das ist nativ drin, das sind zwei Zeilen, dann hat man die Vim statt Emacs Bindings. Es gibt noch weitere Tools wie Ranger auf der Kommandozeile Dateibrowser, der die nativ unterstützt. Es gibt die MyCli, wenn man viel mit MySQL arbeitet, die Syntax Highlighting Autocompletion hat, ein smarter Text-Client für MySQL auf der Cli ist. Man kann bei MySQL grundsätzlich den Pager definieren. Das heißt, was soll denn die Ausgabe darstellen? Und mit der Zeile kann man sagen, starte bitte als Pager den Vim im Paste-Mode, erkläre ich es nicht weiter, und starte im Insert-Modus. Dann kriegt man die Ergebnisse halt innerhalb von MyCli im im Vim entsprechend dargestellt und kann da direkt drin arbeiten, kann Sachen rauskopieren, sonst was alles. Kann jetzt meinetwegen eben mit diesem Block weiß eine Spalte löschen, kann seinem Projektmanager irgendwie die Auswertung schicken. Genau. Also das kann man an ganz vielen Stellen immer wieder nutzen, wenn man es einmal gelernt hat. Die Sourcen schickst du uns bei Twitter, gerne. Bei Twitter. Wir hauen die nachher auch nochmal unter das Video. Wir sind ja auf jeden Fall live auf YouTube zurzeit, wenn ihr auch nochmal bei Twitter oder Facebook oder sonstiges haut, vielleicht nochmal und das eben halt live machen. Ja, ansonsten haben wir jetzt eine Viertelstunde Pause. Die Birte sucht auf jeden Fall auch immer Interviewpartner, die mal ein kurzes Statement angeben, warum Live-Coding cool ist, warum das Format hier halt Spaß macht, wie ihr euch hier fühlt, ob ihr was lernt. Traut euch zu der hin, da könnt ihr eben halt auch öfter sprechen. Das ist eben halt nur mal so ein kurzes Statement für die Videos nachher, die habt ihr ja auch alle schon mal gesehen. Ja, und dann sehen wir uns in einer Viertelstunde wieder.